Genau, wahrscheinlich liegt es am Subjekt, das es bearbeitet. Gibt es diese Plexiglasscheibe, die man das hier aufbauen kann? Also. Kannst Birgit vielleicht noch kurz fragen? Okay. Ah, da haben wir es, wunderbar. Sehr verborgenes Phänomen, nennt man das. Hier, hab's schon gefunden. Wunderbar. Geht's? Okay. Hallo. Ja, ich grüße euch ganz herzlich zu unserer Freitagsmeditation. Natürlich auch relativ langer Vortrag, das ist am Freitag so. Am Montag ist mehr für die stillen Genießer, konzentrative Meditation, Satipatthana. Aber heute wird normalerweise auch was erklärt, aber wir werden auch darüber meditieren, analytisch meditieren. Ja, wie immer melden wir uns hier aus dem tibetischen Zentrum, genauer unserem Haus in der Güterstraße, nahe der Hamburger City. Ja, ich hoffe, ihr habt frohe Ostern gehabt. Wir hatten ja in verschiedenen Häusern auch Kurse. Ich war draußen in unserem Meditationshaus in der Lüneburger Heide, Schneverding. Haben einen schönen Kurs gemacht dort. Und Ken Rinpoche, Geshe Pema Sompten, hat ja hier in Berne einen schönen Kurs gehalten über das Heilsame am Anfang, in der Mitte und am Ende von Tsongkhapa. Auch ein wichtiger Text. Ja, ist immer schön, wenn wir an Ostern solche Kurse machen können. Wenn im Land sowieso noch ein Festtag ist, da denken die Leute doch ein bisschen anders als an Alltagstagen. So Restbestände von spiritueller Kultur halten sich dann doch noch ein bisschen. Und ich denke, dass religiöse Feiertage sehr tiefgründig sind. Die haben eine große, tiefe Bedeutung, natürlich auch symbolisch. Das Osterfest ist übrigens das höchste Fest der Christenheit. Nicht Weihnachten, sollte man durchaus bedenken. Weihnachten habe ich ja auch schon eine Interpretation angeboten, aber... Na, Ostern aus buddhistischer Sicht, ohne Christen zu nahe zu treten, das ist doch ein sehr wichtiges Drama sozusagen, wie man durch Schwierigkeiten, die man erlebt, über sich hinauswachsen kann und einen transzendenten oder leidfreien Zustand erreichen kann. Ne? Sehr wichtig ist, dass Ostern nicht nur Ostersonntag ist, wie heute viele wollen. Karfreitag gehört auch zum Programm. Ne? Das ist eine klassische Polarität oder eben diese beiden Tage. Karfreitag eben der Aspekt, dass man durch das Leiden hindurchgeht. Ostersamstag weiß man noch nicht ganz, ob es gut ausgeht. Und am Sonntag kommt dann die Erlösung sozusagen. Das wird in der Christenheit als Auferstehung bezeichnet. Wörtlich glauben wir wohl kaum daran, dass da sich die Knochen wieder zusammensetzen und man wieder losmarschiert. Das nennt man ja, wie nennt man das, so einen Auferstandenen?
Zombie, genau, du weißt Bescheid. Zombie, ja, genau. Ja, Jesus wäre nichts Besonderes, wenn er ein Zombie wäre. Die Buddhisten in Tibet glauben sogar, dass es möglich ist, dass der Geist wieder in den Körper reingeht und man dann noch ein paar Tage weitermacht. Das ist aber nicht unbedingt ein Zeichen von Erwachen, sondern das sind natürliche Prozesse. Darauf sollten wir das nicht reduzieren, sondern Religionen arbeiten mit starken Symbolen. Die Auferstehung ist wohl mehr geistig gemeint. Im Buddhismus nennt man diesen ganzen Prozess zwischen Karfreitag und Ostersonntag Lojong, habe ich hier ja auch schon mal erläutert. Das heißt Geistesschulung. Geistesschulung machen wir immer im Buddhismus, aber das ist eine Praxis, eine sehr hohe Praxis im Mahayana-Buddhismus. Die nennt man Lojong. Und Jesus ist eigentlich ein ganz großer Lojong-Lehrer. Eigentlich ist das ganz heißer Stoff, also das sollte eigentlich im Geheimen weitergegeben werden, weil es eine sehr, sehr hohe Praxis ist. Man nennt das das Umwandeln von Glück und Leiden in den Pfad zur Erleuchtung. Das heißt, dass man alles im Leben benutzt, um sich geistig weiterzuentwickeln und buddhistisch gesprochen über sein Ego hinauszuwachsen. Ne? Gerade angesichts von Leiden und Provokationen und Beschimpfungen, wie sie Jesus erlitten hat, wenn man das erträgt, freiwillig, und dann loslässt, dann kann man in einen Zustand jenseits des Egos sozusagen kommen. Ne? So macht man das zumindest im Buddhismus. Alle Religionen sagen, Krankheit und Leiden, wenn man sie nicht vermeiden kann, man hat jedes Recht, sie zu vermeiden, aber vieles können wir nicht vermeiden. Aber es hat das Potenzial, dass man wächst angesichts von Schwierigkeiten. Ne? Das wissen wir alle, dass wenn es mal schwierig wird im Leben und wir nicht ganz darin untergehen, das kann auch sein, aber wenn wir über die Krise hinauskommen, sind wir gewachsen, oder? Und Bodhisattvas benutzen einfach alles auf dem Pfad, um sich weiterzuentwickeln. Und da sie sich schnell weiterentwickeln wollen, sind sie geradezu froh, wenn sie große Schwierigkeiten erleiden, weil sie mit diesen Schwierigkeiten kann man viel schneller vorankommen, als wenn es einem nur gut geht äußerlich. Ne? Ja, das nennt man Lojong. Sogar die Praxis, dass man denkt, dass man das Leid anderer Wesen auf sich nimmt, wie das ja von Jesus gesagt wird, das gehört auch zu der Lojong-Praxis. Das nennt man Tonglen, geben und nehmen. Ne? Das ist nun wirklich eigentlich eine sehr geheim weiterzugebende Praxis, weil es viele Menschen sicherlich überfordert, sowas zu denken. Ne? Aber eigentlich ist es eine wunderbare Praxis, dass man seine Geisteshaltung völlig ändert. Dass man sich immer nur um sich selber sorgt und die anderen sind einem herzlich gleichgültig oder man will ihnen sogar was Schlechtes. Dass man das umkehrt und hauptsächlich an das Wohl der anderen denkt und sich keine großen Sorgen mehr um sich selber macht. Und dabei gibt es dann sogar die Praxis, die man mit dem Atem verbindet, dass man das Leid der Wesen auf sich nimmt und ihnen alles Glück gibt. Wenn man das aber richtig praktiziert, dann wird das Leid der Wesen nicht so, dass man mehr leidet, sondern es wird im Herzen quasi aufgesogen und das innere Feuer des Herzens wird dadurch sogar gestärkt und dann kann man aus dieser Kraft heraus den anderen was geben. Ne? Also wenn man durch diese Praxis immer noch deprimierter wird oder meint, man wird dann wirklich krank und so, dann macht man das noch nicht ganz richtig. Ne? Aus buddhistischer Sicht ist es selbst Jesus Christus nicht möglich gewesen, die Leiden der Wesen einfach so wegzunehmen. Das ist eine Meditation. Ne? Aber wenn man sowas meditiert, dann wird man selber ein erwachtes Wesen. Und aus diesem Zustand heraus, den man eben im Buddhismus Buddhaschaft nennt, kann man dann anderen eben sehr stark helfen. Aber die Haupthilfe eines Buddha ist eben das Geben des Dharma. Ne? Wir haben hier ja Freigebigkeit diskutiert. Die größte Hilfe, die man Wesen letztlich geben kann, quasi nachhaltige Hilfe, ist, dass sie lernen, wie sie sich selber helfen können. Ne? Und eben das ist dann die Art und Weise, wie man indirekt anderen das Leiden abnehmen kann. Wenn die Buddhas in der Lage wären, den Wesen wirklich das Leiden abzunehmen, dann würden wir alle schon nicht mehr leiden. Die Buddhas würden es sogar auf sich nehmen, wenn sie darunter dann noch wirklich leiden würden. Aber der Buddha hat gesagt, jeder muss seine eigenen Ursachen, die Wirkungen davon erfahren. Das kann kein Buddha oder so abnehmen. Ne? Der Buddha ist nicht allmächtig. Er sagt, ich wasche die Sünden nicht mit Wasser weg. Oder ich gebe die Erleuchtung nicht wie ein Geschenk oder so, sondern ich bin hauptsächlich Lehrer. Ich gebe den Wesen den Dharma, ob sie ihn anwenden oder nicht, das liegt bei ihnen letztlich. Das kann der Buddha auch nicht entscheiden.
Wer das glauben kann, dass Jesus Christus ihn bereits erlöst hat, à la Bonheur. Ich persönlich kann es nicht glauben, deshalb bin ich wohl kein Christ. Ne? Nietzsche hat mal etwas böse gesagt, ich würde es den Christen ja glauben, wenn sie erlöster wirken würden. Eigentlich sollte man als Christ große Freude ausstrahlen, weil man ist ja bereits erlöst. Ne? Allerdings sagen selbst Christen, die diesen Gnadenaspekt sehr stark im Programm haben, besonders die Protestanten, dass man aus Dankbarkeit für das Erlösungswerk Jesu dann natürlich auch Gutes tut. Ne? Insofern ist es aus buddhistischer Sicht dann letztlich doch ein geschicktes Mittel, damit die Wesen das Richtige tun, ne? Und auf den Pfad gehen. Aus buddhistischer Sicht gibt es verschiedene Möglichkeiten, Menschen anzusprechen. Man kann sagen, du hast bereits die Gnade von Gott oder Jesus Christus und bist erlöst. Und dafür solltest du dich dankbar zeigen, indem du Gutes tust, oder? Im Buddhismus sagt man, der Buddha kann einen nicht einfach so erlösen, aber er zeigt einen den Weg, wie man sich befreien kann. Und dann muss man das tun. Ne? Ja, darum geht es halt im Dharma. Und eben können wir froh sein, dass es in unserem Land noch solche Symbole gibt, aus solchen Festen, auch wenn die meisten Menschen das nicht mehr so richtig verstehen. Aber es macht aus buddhistischer Sicht sicherlich Sinn. Und wir sollten nicht so kleinlich denken, dass Buddhas nur im Buddhismus auftreten. Erwachte Wesen treten in allen Religionen auf und lehren teilweise Dinge, die wir aus Buddhismus so nicht kennen. Wenn es den Wesen hilft, das nennt man geschickte Mittel, aber darüber ein andermal. Heute wollen wir uns das Thema der mittlere Weg vornehmen, ganz allgemein. Ja, das kann man sowohl vom Verhalten als auch von der Philosophie, kann man den Buddhismus den mittleren Weg nennen. Teilweise gibt es sogar Philosophien, die heißen der mittlere Weg. Madhyamaka Philosophie ist die Lehre von der Mitte, ne? Gut, aber das werde ich gleich erläutern. Grundsätzlich mit mir zusammen haben wir zuletzt zweimal über Hingabe oder Freigebigkeit gesprochen und einmal über die vier Siegel der buddhistischen Philosophie. Dabei ging es natürlich wie immer darum, dass wir als fühlende Wesen Glück erfahren möchten und nicht leiden möchten. Sobald man einen Geist hat, möchte man glücklich sein und nicht leiden. Und die grundsätzliche Auffassung im Buddha-Dharma und wahrscheinlich auch in allen Religionen und allen Weisheitstraditionen ist, dass Glück und Leid letztlich ihre letztliche Ursache in uns selber haben. Ne? Auch da sollte man kein Extremist sein. Es geht nicht darum, dass die Außenwelt gar keine Rolle spielt. Aber es wird darauf hingewiesen, dass die sogenannte äußere Welt viel stärker von der Innenwelt abhängig ist, als das einem normalerweise bewusst ist. Ne? Also ist aus buddhistischer Sicht auch da ein Extrem, wir sprechen ja über die Mitte, wenn man denkt, nur die Außenwelt ist verantwortlich dafür, ob ich glücklich bin oder leide. Es wäre vielleicht auch ein Extrem, das es vielleicht in manchen Traditionen gibt, dass man sagt, alles kommt nur von innen. Ich neige auch da zu einem mittleren Weg. Ne? Es gibt äußere Umstände, aber Tatsache ist, wie ich diese äußeren Umstände beurteile, das entscheidet letztlich, ob es für mich Glück oder Leiden ist. Glück oder Leid gibt es nicht an sich, sondern immer nur unter bestimmten Umständen. Und wenn man sehr tief reingeht, wird man erkennen, dass Glück und Leid letztlich eine Interpretation unseres Geistes ist. Und damit liegt quasi die Verantwortung letztlich doch bei uns, was wir erleben. Wir sage Verantwortung, man kann auch gleichzeitig sagen, wir haben die Chance in uns selber. Wenn unser Glück und Leid gar nicht so sehr von außen abhängig ist, sondern von innen, dann können wir ja was ändern. Ne? Zum Beispiel gibt es wiederum Religionsformen, die sagen, wir sind völlig von Gottes Gnade eben abhängig und können gar nichts tun. Da kenne ich einige, die sagen, das fanden sie belastend, wenn sie mit solchen Vorstellungen aufgewachsen sind. Ich bin sündig, kann nichts machen, aber vielleicht werde ich ja erlöst. Ne? Im Buddhismus sagt man eindeutig, das Glück und Leid kommt nicht vom Buddha oder von Gott, es kommt von dir selber. Einerseits lädt einem das eine gewisse Verantwortung auf, andererseits ist es eine große Chance. Ne? Deshalb wählen wahrscheinlich Leute verschiedene Religionen, weil dem einen liegt das mehr, die Verantwortung einem äußeren Wesen zu geben, was auch Vorteile haben kann, weil man sich dann ja hoffentlich so verhält, wie dieses äußere Wesen es von einem verlangt.
Oder man sagt von vornherein, die Verantwortung liegt hauptsächlich bei mir selber, beziehungsweise die Chance. Wer das glaubt, wird wohl eher dem Buddhismus zuneigen, ne? Und wird nicht so sehr an einen theistischen Gott sozusagen glauben, ne? Ja, aber ich denke, es spricht ganz viel dafür, ob wir jetzt die moderne Glücksforschung nehmen oder Physik oder Neurowissenschaft oder was auch immer. Die Welt, die wir erleben, existiert nicht einfach so. Glück und Leid kommen nicht einfach so auf uns zu. Sie werden interpretiert, ne? Sie werden konstruiert von unserem Geist. Wahrscheinlich sind da gewisse Bedingungen, aber wie wir die verstehen und damit umgehen, das liegt bei uns, ne? Ich habe auch oft die Stoiker zitiert, die sind sehr nahe am Buddhismus, die antiken Philosophen, die sagen, man soll sich im Leben auf das konzentrieren, was man ändern kann. Und das ist die Auffassung, die man über Dinge, über sich selber und die Welt hat, ne? Darauf hat man Einfluss. Das ist der Job eines Philosophen. Er versucht, die Dinge so zu verstehen und zu interpretieren, dass es sinnvoll ist, dass es konstruktiv ist, dass es zu Glück führt letztlich. Ja, und das ist auch im buddhistischen Sinne, das nennt man heilsam im Buddhismus. Wir können die Dinge der Welt so verstehen und interpretieren, dass wir zunehmend immer glücklicher leben, aus buddhistischer Sicht sogar einen Zustand erreichen können, wo wir das Leiden vollkommen transzendieren. So wie es Jesus offenbar auch geschafft hat im Umgang mit dem Leiden, dass er es völlig transzendiert hat. Ne? Gut, und die letztliche Ursache für Glück und Leid liegt dann letztlich in der Unwissenheit, da sind sich alle Buddhisten einig. Die Unwissenheit ist nicht irgendeine Unwissenheit, sondern das Greifen nach einem Selbst, der Person und der Phänomene. Das im frühen Buddhismus steht im Mittelpunkt, dass es gar kein Ego gibt. Das heißt, es gibt kein in uns nichts, was einfach aus sich selbst heraus existiert und unser Ich oder Ego ist. Ne? Es gibt ein Ich, aber wie gesagt, nicht einfach so aus sich heraus oder unabhängig. Ne? Später im Buddhismus hat man die Philosophie weiterentwickelt und hat alle Phänomene erkannt, als nicht aus sich selbst heraus existierend, sondern nur in Bezug zu anderen existierend. Insbesondere in Bezug zum Subjekt. Das habe ich ja eben schon angesprochen, dass es naiv ist zu glauben, dass Objekte unabhängig vom Subjekt existieren. Das ist modernste Quantenphysik sozusagen. Aber das hat man im Buddhismus bei Nagarjuna schon sehr früh rausgearbeitet, spätestens um Christi Geburt heraus. Natürlich führt man das auf die Worte des Buddha zurück, aber ausgearbeitet hat das Nagarjuna in seiner Philosophie des mittleren Weges, Madhyamaka-Philosophie. Alle Phänomene sind leer von Selbstexistenz. Nicht nur das Phänomen, dass die Person ist leer von einem Selbst, einem Ego, sondern alle Phänomene haben kein Eigenwesen. Solange man aber glaubt, dass irgendwas auf der Welt aus sich selbst heraus existiert, nicht in Beziehung existiert, beziehungsweise Beziehung ist, solange greift man nach einem sogenannten Selbst. Das ist der ganz harte Kern des Daseinskreislaufs, der Sansara. Ne? Sansara ist übrigens auch kein objektiver Ort, sondern Sansara ist eine Existenzweise unter dem Einfluss dieser Unwissenheit, über die ich gerade spreche. Ne? Gerade Schulklassen fragen immer wieder, was ist Nirvana? Natürlich schwer zu verstehen. Es ist kein Paradies, es ist kein Ort. Nirvana hat etwas damit zu tun, dass man die Welt falsch betrachtet, sozusagen, ne? Im Zustand der Unwissenheit. Nirvana entsprechend, wenn die Unwissenheit beseitigt ist. Ne? Nirvana ist sogar ein negativer Begriff. Er sagt einfach die Abwesenheit von Unwissenheit. Und damit verbunden Hass und Gier. Wenn im Geist dieser Zustand erreicht ist, das nennt man Nirvana. Natürlich existiert man weiter, nur besser. Ne? Aber das Wort Nirvana ist tatsächlich negativ. Es heißt einfach nur, es ist etwas weg. Und was weg ist, ist die Unwissenheit, über die ich gerade sprach. Und im Gefolge davon sind dann auch die Leidenschaften weg. Und man sammelt kein schlechtes Karma mehr und so weiter. Das ist eben mit Nirvana gemeint. Ja, und das ergibt sich, wenn man das Greifen nach einem Selbst nicht nur intellektuell überwunden hat, sondern tatsächlich eine Erfahrung macht davon. Und wenn diese Erfahrung sich stabilisiert, dann erwacht man. Ne? Buddha heißt ja wörtlich der Erwachte. Das heißt, wenn man die Dinge so sieht, dass sie in Wirklichkeit nur in Beziehung existieren, dann erfährt man
den Geisteszustand, solange man noch glaubt, die Dinge hätten eine Eigenexistenz, wie ein Traum oder so. Ne? Der ganze Albtraum des Sansara mit all seinen Leiden ist wie eine Art Traumzustand, aus dem man dann erwacht. Und da denkt man plötzlich, huch, war einfach ein Traum. Ne? Und jetzt sehe ich, wie die Dinge eigentlich sind. Das nennt man Buddha Erwachen. Wenn das mit den entsprechenden Verdiensten einhergeht, als Bodhisattva ist man dann sogar ein Buddha. Wenn es nur zum eigenen Wohl geschieht, dann wird man ein Arhat, ne? Der alle. Ein Arhat heißt wörtlich Feindzerstörer. Welche Feinde hat er überwunden? Nicht die äußeren Feinde wiederum, sondern die inneren Feinde. Unwissenheit, Hass und Gier hat er überwunden. Ne? Sobald man das Greifen nach einem Selbst hat, gibt es den zweiten großen Problem, das nennt man Selbstsucht. Ne? Sollte man auf keinen Fall mit Wünschen oder so verwechseln. Es bedeutet gnadenlosen Egoismus. Ne? Wie das Wort Egoismus schon sagt, muss man erstmal an ein Ego glauben, um egoistisch zu sein. Ne? Und so ist es auch. Aber es ist ein Unterschied zum Greifen nach einem Selbst. Das Greifen nach einem Selbst ist eine kognitive Verwirrung. Und die Selbstsucht oder Egoismus ist eine emotionale oder verhaltensmäßige Verwirrung. Ne? Deshalb muss man in beiden Bereichen etwas tun. Natürlich muss man vor allem zur Weisheit kommen, da sind die Buddhisten sich einig. Aber diese Weisheit wird sich nicht einstellen, wenn man nicht zunächst den Egoismus verringert. Ne? Man geht sogar hauptsächlich so vor, dass man schrittweise erstmal den Egoismus verringert, um dann erkennen zu können, dass es gar kein Ego gibt. April, April. Ne? Letzteres ist natürlich sehr schwer zu verstehen. Viele Religionsführer haben das offenbar gar nicht direkt gelehrt, weil sie es ihren Schülern offenbar nicht zugetraut haben, das zu verstehen. Zum Beispiel bei Jesus finden sich wenig klare Erläuterungen, wie das Ich existiert oder nicht existiert. Allerdings die erste Seligpreisung sollte man sich mal zu Gemüte führen. Selig sind die geistlich Armen. Ne? Meister Eckhart hat das auch in Bezug auf Egolosigkeit und Leerheit interpretiert. Es geht nicht darum, dass wenn man arm ist, dass man dann besonders selig ist. Das ist ein bisschen oberflächlich. Im Buddhismus sagt man zwar auch, wenn man zufrieden ist, erreicht man schneller das Erwachen, als wenn man sehr reich ist und immer noch mehr haben möchte. Aber es ist viel tiefer gemeint. In unserem Geist muss eine Armut geschehen. Das heißt, wir müssen uns vom Ego trennen, von dem Greifen nach einem Selbst. Das ist übrigens die erste Seligpreisung. Das ist der Joker. Da kriegt man alles. Ich glaube, das Himmelreich. Ne? Alle anderen kriegen die Erde, die erben die Erde oder dies oder jenes, aber der Joker ist die geistliche Armut. Da hat Jesus eigentlich die eigentliche letztliche Essenz der religiösen Lehre angesprochen, aber sonst findet man wenig Passagen darüber. Dafür findet man bei Jesus zahllose Passagen, wie man seinen Egoismus verringert, oder? Und das ist das Verringern der Selbstsucht, die sich eben aus dem Greifen nach einem Selbst ergibt. Und auch im Buddhismus sagt man, verringere deine Selbstsucht. Und dann erkennst du, dass es kein Selbst gibt. Ne? Die Lojong-Praxis, die ich eben angesprochen habe, ist zum Beispiel die höchste Praxis im Bereich der Selbstsuchtverringerung. Lojong ist nicht direkt Weisheit, sondern es ist erstmal Methode hauptsächlich. Ich versuche mich besonders altruistisch zu verhalten. Insbesondere wenn ich gerade leide und zum Beispiel auch beleidigt werde, habe ich die Fähigkeit, mich über den Egoismus zu erheben. Ne? Zum Beispiel, wenn mich jemand beleidigt, obwohl ich gar nichts Schlechtes getan habe und ich das ertrage, dann verringert sich dabei mein Egoismus, oder? Weil mein Ego möchte sich sofort wehren und rächen oder so. Aber ein Bodhisattva denkt, tolle Möglichkeit, der beleidigt mich, tut noch nicht mal weh. Und wenn ich das jetzt einigermaßen verarbeite, dann mache ich große Fortschritte. 1a. Deshalb verzichten Bodhisattvas oft darauf, wenn sie beleidigt werden. Oder man ihnen etwas unterstellt, was sie gar nicht getan haben, sofort mit gleichen Mitteln zurückzugehen und auch zu beleidigen und auch Entsprechendes zu tun. Ne? Wenn wir die Passion Christi sehen, ist es eine einzige Praxis dieser Art. Er wehrt sich noch nicht mal. Wir haben übrigens das Recht, uns zu wehren, aber Jesus hat einen anderen Auftrag. Er wollte erwacht werden, wenn er es nicht schon war. Und deshalb hat er das alles bereitwillig ertragen. Unser Eins kann ruhig vor Gericht gehen und versuchen, alles zurechtzumachen. Wir sollten aber nicht mit dem gleichen Ärger reagieren wie den Ärger, den wir abkriegen, auch wenn wir beleidigt werden. Das ist allgemein gut. Ja, wir werden feststellen, wenn wir es mal ertragen, dass uns jemand beleidigt, ohne gleich zurückzukarten, dass man sich kurzfristig ein bisschen gelähmt fühlt.
oder verkleinert. Aber im nächsten Moment fühlt man sich plötzlich ganz groß und denkt, so what? Du spürst innere Freiheit, oder? Ob der mich beleidigt oder nicht, was ist los? Ich spüre plötzlich Freiheit, ne? Wenn du sogar darüber nachdenken kannst, dass du gar kein Ego hast, denkst du, wer ist denn hier eigentlich beleidigt worden? Dann kriegst du eine ganz tiefe Einsicht, ne? Selbst wenn man noch nicht genau weiß, was mit dieser Selbstlosigkeit der Person gemeint ist, stellt euch einfach mal vor, jemand beleidigt euch und ihr denkt auch nur im Hintergrund, wen beleidigt er eigentlich genau? Und ihr findet gar keinen, den er beleidigt. In Körper und Geist ist niemand. Das ist eine tolle Erfahrung. Wenn man das auch nur mal im Hinterkopf denkt, nachher kann man sich ja immer noch aufregen. Ne? Aja Kemmer hat mal gesagt, ohne mich ist alles viel leichter. Wenn man plötzlich erfährt, was das für eine tolle Gelegenheit ist, von außen provoziert zu werden und daran zu wachsen und dass du dann so einen inneren Raum spürst, völlige Freiheit, wo andere Leute sagen, das ist unerträglich, spürst du einfach nur Freiheit. Ja, dann wirst du diese Praxis sehr gerne machen. Ne? Entsprechend macht man gegen Selbstsucht und dem Greifen nach einem Selbst, praktiziert man gegen das Greifen nach einem Selbst die Weisheit, insbesondere die Weisheit der letztlichen Realität der Leerheit. Aber man muss gleichzeitig auch den Methodenaspekt bedienen gegen die Selbstsucht. Ne? Es ist noch keiner nur durch intellektuelle Anstrengungen oder so erleuchtet worden. Er muss auch seine Emotionen entwickeln und heilsame Zustände hervorbringen. Ne? Ja, und wozu das führt, ist, durch die Weisheit erreicht man im Resultat das sogenannte höchste eigene Wohl. Und durch die Methodenseite das höchste Wohl anderer. Das ist auch eine Definition der Buddhaschaft. Der Buddha hat zwei Ziele erreicht. Er hat sein höchstes eigenes Wohl erreicht, das heißt, er ist in größter Glückseligkeit für sich selber. Aber er hat auch das höchste Wohl der anderen erreicht. Er kann sie zwar nicht zwangserlösen, aber alles, was man für andere tun kann, das hat er erreicht. Ne? Das ist sehr wichtig, das ist auch eine sehr tiefe Erkenntnis. Die Existenzialisten sagen zum Beispiel, das menschliche Leben ist paradox. Wir sind immer allein und immer mit anderen. Da kommen wir nicht raus. Hm? Könnt ihr mal Sartre fragen oder Camus oder auch Woody Allen oder so. Die kennen sich darin aus. Unser Leben ist paradox. Denn selbst wenn du in einer Höhle sitzt, kommunizierst du in der Sprache deiner Mitmenschen oder innerlich oder so. Du bist immer bezogen auf andere, da kommt man nie raus. Und selbst in der Beziehung zu anderen, selbst in einer Liebesbeziehung, wirst du niemals völlig eins mit der anderen Person. Und der Mensch hat die Aufgabe, das würden Psychotherapeuten sicherlich auch akzeptieren, mit sich selber klarzukommen und mit anderen klarzukommen. Das nennt man das Nähe-Distanz-Problem in der Psychotherapie, oder? Ich empfehle auch Riemann Grundformen der Angst. Da schreibt er vier Extreme, wo wir heute über mittleren Weg sprechen. Ein Extrem ist, dass man nur immer mit sich beschäftigt ist und nicht mit anderen. Das andere ist, dass man nur mit anderen ist und nicht mit sich, oder? Das andere ist übrigens, dass man immer möchte, dass alles gleich bleibt und die anderen, die immer alles verändern. Das eine nennt man zwanghaft, das andere hysterisch. Und das, worüber wir gerade sprechen, das nennt man in der Psychotherapie vielleicht, also auf jeden Fall, wenn man immer nur mit anderen zusammen ist, das ist eine Art von Symbiose eben. Und eben, warum fällt mir dieser Ausdruck im Moment nicht ein, ist auch egal. Auf jeden Fall, wenn man immer nur mit sich selber ist, das ist natürlich auch ein Extrem. Ne? Sondern wir wissen aus unserem praktischen Leben, dass wir immer in gewisser Weise in Gemeinschaft sind. Es gibt überhaupt keinen Menschen, der alleine lebt. Das ist eine reine Hypothese. Der Mensch ist das Zoon Politikon, oder? Das gesellige Wesen. Uns gibt es nur als Gemeinschaft. Ne? Selbst wenn wir uns zeitweilig zurückziehen, sind wir trotzdem mit anderen verbunden. Und gleichzeitig ist es so, dass wir niemals völlig mit anderen vermischt sind. Wir sind immer Einzelwesen. Ne? Und vollkommene psychische Gesundheit kann nur bedeuten, dass wir den Anspruch, mit uns selbst klarzukommen, erfüllt haben, und mit den anderen vollkommen, schizoid nennt man das übrigens, wenn man nur auf sich bezogen ist. Also, ihr kennt sicherlich Menschen, die kein Problem haben, stundenlang alleine in Meditation zu sitzen, immer gerne alleine in ihrem Zimmer sitzen, aber wenn sie mit anderen zusammenkommen müssen, haben sie Ängste oder so. Dann kennt ihr sicherlich Leute, die immer nur mit anderen zusammen sind, die hängen nur an der Telefonstrippe, die sind bei jeder Party, wenn sie mal alleine sein müssen, große Ängste, oder? Das sind zwei Extreme.
Das Ideal wäre, dass man prima mit sich selber zu Hause sitzen kann und aus dieser Haltung heraus auch gerne mal auf eine Party geht. Nicht immer, aber gelegentlich. Oder andere trifft, ne? Alleine schon für die Partnerschaft. Stellt euch vor, ihr könnt prima mit euch selber klarkommen. Dann kann man viel freier auf den anderen zugehen, oder? Erstaunlicherweise ist selbst für eine enge Liebesbeziehung das Beste, dass man auch mit sich selber gut klarkommt. Weil sonst ist man so abhängig, ne? Und weil man abhängig ist, verlangt man ständig was von dem anderen und ist süchtig nach irgendwas. Und wenn das nicht kommt, dann wird man ärgerlich und so weiter. Das Beste für eine Partnerschaft, das erkennt der andere Partner oft nicht so, ist, wenn der Partner auch mit sich selber gut klarkommt. Der braucht einen gar nicht immer. Dann kann er nämlich viel freier auf dich zugehen. Sonst gibt's nicht, da gibt es nicht so viele Probleme, ne? Ja, Fritz Perls, der Begründer der Gestalttherapie, hat das etwas böse gesagt, würde ich natürlich nie sagen. Der hat gesagt, wenn jemand zu dir sagt, ich kann ohne dich nicht mehr leben, sieh zu, dass du wegkommst. Weil das ist ein Süchtiger oder ein Abhängiger. Mag, natürlich ist jeder auch von anderen abhängig, aber dass er wirklich sagt, ich kann nicht mehr leben ohne dich, das ist ein Extrem. Ne? Er lebt nicht aus sich heraus, sondern nur in Bezug auf dich und das ist nicht gut. Ne? Ja, insofern ist das ein Extrem. Heute denken wir oft, es ist ein Liebesbeweis, dass der andere ohne einen nicht zurechtkommt. Das ist aber nicht richtig. Im Zen sagt man, ich sitze hier mit mir allein. Das ist das größte Wunder. Das heißt, wenn jemand so autonom ist im positiven Sinne, dass er im Grunde einfach hier sitzen könnte und völlig zufrieden ist, mit dem kannst du auch eine prima Beziehung eingehen und so. Und der ist innerlich sehr frei und so. Der ist nicht so abhängig, ne? Und die Buddhaschaft ist so ein Zustand, der eben nicht im Extrem ist. Selbstverständlich auch nicht im Extrem, dass er immer alles gleich haben möchte. Und nicht in dem Extrem, dass er alles immer über den Haufen wirft. Das nennt man eben auch den mittleren Weg. Aber auch in Bezug auf die Beziehung, dass er weder immer nur mit sich ist oder nur mit den anderen. Die Buddhaschaft hat zwei Körper, wie man das auch nennt. Der eine Körper ist der Dharmakaya. Da ist der Buddha mit sich selber im Reinen, ne? Sein Geist ist vollkommen vertieft in die letztliche Realität der Leerheit, in jedem Moment. Und da ist er vollkommen leidfrei, völlig transzendent. Aber weil er ein Buddha ist, verlässt er, oder aus dieser Sphäre heraus, er verlässt sie nicht. Der Buddha verlässt nie diese Sphäre, das ist immer gleichzeitig. Bei uns ist Meditation und Aktion getrennt, beim Buddha nicht. Der Buddha ist immer in tiefer Versenkung in seinem Dharmakaya, aber weil er ja auf dem ganzen Pfad Mitgefühl geübt hat, den Methodenaspekt, wird er die Wesen ja nicht alleine lassen, sondern wird seiner Verantwortung für die anderen nachkommen, oder? Auch der Buddha ist ein Wesen, das ja einen kollektiven Bezug hat. Und deshalb ist es aus Mahayana-Sicht ein unvollständiges Erwachen, wenn man nur seine eigene Befreiung erreicht hat, wie der Arhat. Man muss auch zum Wohl der anderen aktiv werden. Sonst kommt man dem nicht nach, dass man in zahllosen Leben von anderen profitiert hat und mit anderen in Beziehung war. Deshalb nennt man die Buddhaschaft die höchste Erleuchtung, während man die Arhatschaft nicht die höchste Erleuchtung nennt. Man nennt sie Befreiung, aber nicht die höchste Erleuchtung eines Buddha. Der Buddha unterscheidet sich massiv von einem Arhat, weil er nicht nur persönlich befreit ist, sondern er hat das höchste Wohl der anderen erreicht, ne? Weil er diesen Methodenaspekt viel intensiver praktiziert hat. Er hat sehr viel mehr zum Wohle anderer getan, bei den sechs Vollkommenheiten und so. Intensivste Hingabe eben von Freigebigkeit, Ethik, Geduld und Tatkraft. Ich sage nicht, dass auf dem Hinayana-Weg des Arhats Mitgefühl und Freigebigkeit keine Rolle spielt, aber auf dem Weg des Bodhisattvas ist es viel zentraler. Er macht alles, was er tut, zum Wohl der Wesen, nicht einfach nur für seine eigene Befreiung. Entsprechend ist das Resultat so, dass der Buddha nicht nur sein höchstes eigenes Wohl erreicht, sondern auch das höchste Wohl der anderen. Letztlich aus Mahayana Sicht kann man auch das höchste eigene Wohl nicht erreichen, wenn man nicht das höchste Wohl der anderen erreicht wird. Deshalb glaubt man auch, dass im Mahayana, dass letztlich jeder auf dem Weg irgendwann zur Buddhaschaft kommt, weil vorher hat er nicht die Vollkommenheit erreicht. Ne? Es kann nicht die Vollkommenheit sein, dass ich in Splendid Isolation da irgendwo in der Höhle sitze oder auf dem Lotus und meine Glückseligkeit genieße. Ja, für Arhats ist das möglich. Ne? Aber es heißt mythologisch gesehen, dass der Buddha vorbeikommt, mit dem Finger schnipst und sagt, das war's noch nicht, Knabe, jetzt geht's noch weiter hier, ne? Knabe oder Knebin. Ne? Es geht weiter auf dem Bodhisattva-Weg zur Buddhaschaft. Im Lotus-Sutra wird gesagt, dass es nur ein endgültiges Ziel gibt, das ist die Buddhaschaft. Alles andere sind vorläufige Pfade. Ne?
Und nur in der Bruderschaft hast du eben vollkommen das Greifen nach einem Selbst und die Selbstsucht überwunden, mit Hilfe von Weisheit und Methode, und erreichst das höchste eigene und das höchste Wohl der anderen. Ne? Entsprechend ist der buddhistische Weg, was Weisheit und Methode angeht, das kann man auch Verhalten und philosophische Ansicht nennen. Ne? Das Verhalten eines Buddhisten oder einer Buddhistin ist natürlich auf der Grundlage der Zufluchtnahme, dass er die Gewaltlosigkeit übt. Ne? Ja, viele denken, man könnte ja einfach so Buddhist werden und tun und lassen, was man möchte. Kann man gerne tun, aber dann ist man nicht wirklich Buddhist. Es wird einem bei der Zufluchtnahme schon gesagt, dass man sich an die Ethik halten soll, an das Gesetz von Handlungen und ihren Wirkungen. Weil sonst hat man keine Zuflucht. Ne? Die eigentliche Zuflucht ist nicht der Buddha, sondern der Dharma. Und der Dharma lehrt, was man tun muss, damit man glücklich wird. Und wenn man nichts tut, womit man glücklich wird, hat man keine Zuflucht. Ne? Und die unterste Sache, die man tun sollte, ist die Ethik. Zum Beispiel die Vermeidung der 10 unheilsamen Handlungen. Wenn man das nicht versucht, dann hilft einem nichts. Ne? Wie gesagt, der Buddha kann einem dann auch nicht helfen. Wenn du dich nicht an die Grundanweisungen des Buddha hältst, was das Gesetz von Handlungen und ihren Wirkungen oder Karma angeht, das kann der Buddha auch nicht stoppen. Dann wirst du die negativen Konsequenzen erfahren. Ne? Deshalb kann man nur Buddhist sein, wenn man sich zumindest bemüht, die 10 unheilsamen Handlungen zu vermeiden. Das gelingt einem nicht immer, aber solange man sich bemüht. Ne? Noch weiter geht das in Richtung Gewaltlosigkeit und wenn es ganz gut läuft, in Richtung Mitgefühl und dann die Bodhisattva-Handlung. Ne? Die philosophische Ansicht des Buddhismus, die dann zur Weisheit führt und schließlich zur Buddhaschaft, ist dann das abhängige Entstehen. Mit solchen Dingen wie der Erkenntnis der Selbstlosigkeit der Person und der Leerheit aller Phänomene. Ne? Ja, letztlich geht es alles um die Weisheit. Wenn man die höchsten Ziele im Dharma erreichen möchte, nicht jeder hat die höchsten Ziele, man kann auch erstmal eine gute Wiedergeburt anstreben. Also Dharma-Praxis, wenn man nur an dieses Leben denkt, gibt es nicht. Das sagen die Quellen ganz eindeutig. Ich lese auch gerade wieder das Buch vom Dalai Lama, das er mit Thupten Schild drin hat, also 10-bändige Reihe rausgebracht, ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt, wo nochmal die ganze Lehre zusammengefasst wird. Kann ich sehr, sehr empfehlen. Auf Englisch irgendwie, fällt mir im Moment nicht ein, wie die Reihe genau bedeutet. Aber da sagt der Dalai Lama eindeutig, dass Atisha und andere große Meister sagen, solange man nur Dinge tut, um in diesem Leben glücklich zu werden, kann man nicht von Dharma-Praxis sprechen. Ne? Aber es ist eine säkulare Ethik und es kann in diesem Leben helfen, sicherlich. Aber die volle Bedeutung von Religion ergibt sich erst, wenn man über den Tod hinaus denkt. Das ist ganz eindeutig. Aber dann kann man innerhalb des Dharma das Ziel haben, eine hohe Wiedergeburt zu erreichen oder die eigene Befreiung oder sogar die Buddhaschaft. Das sind die drei Ziele, die es im Lamrim gibt. Für die Befreiung und die Buddhaschaft ist aber auch Weisheit nötig. Für eine gute Wiedergeburt ist hauptsächlich die Ethik entscheidend, das Gesetz von Handlungen und ihren Wirkungen, Karma, ne? Es ist auch eine Unwissenheit, wenn man das karmische Gesetz nicht versteht und nicht an Karma und Wiedergeburt glaubt. Die letztliche Unwissenheit ist aber, dass man das letztliche Wesen der Phänomene nicht versteht. Ne? Nächstes Mal werde ich wahrscheinlich über die zwei Wahrheiten sprechen. Da spricht man von der endgültigen Realität und der konventionellen Realität. Wenn man die endgültige Realität nicht erkennt, das ist im Allgemeinen die Leerheit aus Mahayana Sicht, solange ist man noch in Unwissenheit. Ne? Aber wenn man sich entsprechend dem karmischen Gesetz verhält, dann hat man eine bestimmte Unwissenheit immerhin reduziert und kann damit schon Ziele im Sansara erreichen. Wenn man Sansara aber überwinden will und das dauerhafte Glück des Nirvana erreichen möchte, spätestens dann wird die Weisheit entscheidend. Ne? Das habe ich letztes Mal schon zitiert, wie Tsongkhapa zum Beispiel in seinen drei Hauptaspekten des Pfades, die ich ja auch hier gelehrt habe, sagt, wenn dir die Weisheit fehlt, welche die Dinge so begreift, wie sie sind, dann kann die Wurzel des Existenzkreislaufs nicht abgeschnitten werden. Selbst wenn du den Gedanken, den Existenzkreislauf endgültig zu verlassen und das selbstlose Streben nach höchster Erleuchtung entwickelt hast, bemühe dich also um die Mittel, das Entstehen in Abhängigkeit zu begreifen. Ja, Shantidevas berühmte Schrift Bodhicayavatara kann ich nur empfehlen, also Leben zur Erleuchtung oder wie man es nennen möchte,
Da habe ich hier ja schon das fünfte und sechste Kapitel, glaube ich, ausführlich gelehrt an mehreren Abenden. Ist, glaube ich, auch noch im Netz auf YouTube. Also wer wirklich eine Schrift braucht, die quasi die Bibel des Mahayana-Buddhismus ist, wo quasi alles drin ist, der sollte zu Shantideva greifen. Das ist wirklich eine unglaubliche Synthese des gesamten Mahayana-Buddhismus. Das lohnt sich. Und wenn man auch nur ein Kapitel darin studiert, lohnt sich das schon. Aber eigentlich hat die Schrift 10 Kapitel. Jeweils für eine der Vollkommenheiten der Bodhisattvas gibt es darin hauptsächlich ein Kapitel, wie zum Beispiel zur Ethik, zur Geduld, zur Tatkraft und Konzentration. Und das 9. Kapitel ist dann über die Weisheit. Ne? Und gleich am Anfang des Kapitels über die Weisheit sagt Shantideva, alles, was ich bisher gelehrt habe, und das waren schon 8 vollgepropfte Kapitel, hat der Buddha um der Weisheit willen gelehrt. Das heißt, es gibt nur ein letztliches Ziel, das der Buddha mit uns hat, dass wir seine Weisheit kriegen. Vorher gibt es keinen Ruhen sozusagen. Das ist, alle Buddhas lehren zahllose Mittel im Bereich der Methode, damit wir irgendwann erkennen, wie die Dinge sind. Weil bevor wir nicht verstehen, wie die Dinge sind, können wir nicht vermeiden, dass unser Geist immer wieder gestört ist und entsprechende Leiden auftreten. Vielleicht schon erträglicher, aber wir können es nicht völlig überwinden. Ja, die Buddhas sind nicht neidisch oder so. Sie möchten nur eines, dass wir alle so werden wie sie. Die Buddhas haben damit keine Probleme. Weltliche Lehrer haben vielleicht Probleme, wenn Schüler genauso klug werden wie sie selber. Der Buddha hat nur einen Wunsch, dass wir alle werden wie er. Und im Buddhismus wird auch deutlich gemacht, wir sind grundsätzlich genauso wie er. Wir haben die gleiche Anlage. Ne? Unser Geist ist nicht von Natur aus befleckt. Wir können die Hindernisse in unserem Geist beseitigen und werden dann selber ein Buddha werden können. Ne? Es ist nicht so, dass der Buddha ein völlig anderes Wesen ist als wir, wie irgend so ein Gott. Und er kann erleuchtet werden und wir nicht. Ausdrücklich nicht. Der Buddha war mal wie wir. Aber dann hat er sich auf den Weg gemacht und ich habe ein bisschen beschrieben, worin dieser Weg besteht, von Weisheit und Methode. Und dann ist er in der Tat eine Art göttliches Wesen geworden, das man eben Buddha nennt. Und aus diesem Zustand heraus hat er nur einen Wunsch, dass die anderen Wesen, die das gleiche Potenzial haben, das auch erreichen. Ne? Der Unterschied zwischen uns und dem Buddha besteht nur im Maß der Tatkraft, das er bereits aufgebracht hat und wir nicht. Ne? Das heißt, wenn wir mit Freude das Gleiche tun, was er getan hat, werden wir unfehlbar den gleichen Zustand erreichen wie er. Da gibt es keinen Zweifel. Ne? Das ist in anderen Religionen vielleicht anders. Da sagt man nicht, wie man Gott wird oder so oftmals. Im Buddhismus, wenn man hört, dass der Buddha so toll ist, sollte man denken, wie werde ich denn so? Das ist das höchste Vertrauen, das wir entwickeln können, dass wir werden wollen wie er. Im Christentum spricht man eigentlich auch von Imitatio Christi, das heißt, dass man es Jesus gleich macht. Ne? Ich finde es ganz natürlich, wenn man hört, was Jesus alles Tolles gemacht hat. Jedes Kind wird denken, so möchte ich auch werden. Und das ist auch richtig so. Unsere Spiegelneuronen sind automatisch so, dass wenn du jemanden siehst, der fantastisch ist, denkst du, so möchte ich auch mal werden. Ne? Und wenn man das Potenzial hat, ist das auch richtig. Wir haben das Potenzial. Und das erreicht man über diesen Pfad. Man kann auch sagen, was die Weisheit angeht, gibt es die Stufen Hören, Nachdenken, Meditation. Das gilt übrigens nicht nur für den Buddhismus, sondern in allen indischen Traditionen sagt man, spirituelle Entwicklung, insbesondere im Bereich der Weisheit, ist so, dass man erstmal was lernt. Das nennt man Hören. Hören ist aber nicht nur gemeint mit diesen Ohrwascheln oder so, sondern mit seinem ganzen Wesen etwas aufzunehmen. Man muss sich freier machen von Vorurteilen und so. Hören ist eine große Kunst. Wir wissen auch im weltlichen Leben, jemand wirklich zuzuhören, ist nicht einfach, oder? Man überlegt immer schon die ganze Zeit, was man erwidert und so. Nein, einfach mal mit seinem ganzen Wesen zuzuhören. Könnt ihr vielleicht Herrn Rosenberg auch fragen, wie man das macht. Der hat übrigens eindeutig gesagt, dass sein Konzept der gewaltlosen Kommunikation auf den Buddha letztlich zurückgeht. Auf die rechte Rede und die rechte Art, wie man jemandem zuhört. Ne? Die Schüler des Buddha heißen Shravakas, Hörer. Das heißt, mit ihrem ganzen Wesen versucht man, etwas aufzunehmen, etwas zu lernen, sozusagen. Und bestimmte Fehler zu vermeiden, dass man viele Vorurteile hat oder sehr unaufmerksam ist und so weiter. Oder kritiksüchtig oder so etwas. Ich habe gerade gehört, auch
im Internet, ist ja auch egal, wer es war, aber irgendein Video, wo der Buddhismus so richtig in die Pfanne gehauen wurde, da sind gleich 10.000 Klicks. Wenn man sich bemüht, ein bisschen Vertrauen in den Dharma aufzubringen, kriegt man höchstens 1.000 Klicks. Das ist die Realität. Der Ego-Geist möchte immer gerne, ja, das, Herr Eckhart Tolle nennt das Complain, ne? Man will sich immer beschweren, ne? Jetzt ist man Buddhist geworden und dann wird man suchen, ob man sich nicht über irgendwas beschweren kann. Ne? Der Lehrer ist doch nicht so erleuchtet, wie man gedacht hat. Hat er ja auch gar nicht unbedingt behauptet oder so. Ne? Solange die Lehren einigermaßen nützlich sind, darf man sich ruhig hinsetzen und den Dharma lehren. Wenn da jemand ernsthaft behauptet, dass er immer gleich Buddha ist, ist eine andere Geschichte. Aber sich zu beschweren, nur weil der Lehrer, der die Lehre ganz gut rüberbringt, vielleicht kein Übermensch ist, da hat man ein eigenes Problem. Ne? Aus meiner Sicht ist man klüger, wenn man gute Lehren akzeptiert, auch wenn der Vortragende durchaus menschliche Schwächen hat oder so. Oder überhaupt, dass es auf der Welt Buddhisten gibt, sogenannte, die auch gelegentlich was falsch machen, ist eine Tatsache. Ne? Aber daraufhin sich derartig zu beschweren, dass man den ganzen Dharma aufgibt, finde ich eine sehr traurige Tatsache. Aber wenn jemand darüber berichtet, dann hören gleich ganz viele Leute zu. Oh, ich wusste doch, die sind auch nicht so toll, wie man gedacht hat und so weiter. Ja, das ist der Ego-Geist. Ne? Eckhart Tolle sagt, das Ego interessiert sich dafür, sich zu beschweren. Davon lebt es. Ne? Selbst wenn man schon im Dharma ist, versucht man sich dann halt da zu beschweren über irgendwas. Irgendwas ist nicht so, wie man sich das vorgestellt hat und so weiter. Gerade wenn der Dharma greift und das Ego langsam verringert wird, dann wird es besonders schlau. Dann hat es ganz viele Ausreden. Ne? So ein Zeug soll ich aufnehmen aus dem fernen Tibet und so. Wir sind doch heute viel schlauer hier im Westen und so. Wir verstehen das viel besser. Wir haben die moderne Psychotherapie, das verstehen wir ganz anders und so. Die wissenschaftliche Forschung und was wir nicht alles für Ausreden haben, damit der Dharma bloß nicht bei uns wirkt. Ne? Wir sagen natürlich, ich möchte mein Ego überwinden, aber wehe, es wird wirklich verringert, dann kriegen wir kalte Füße. Ne? Beziehungsweise irgendeine Kraft in uns findet irgendwelche Fehler, ne? Complaining, damit wir bloß nicht zu intensiv Dharma praktizieren. Da sollte man bei sich aufpassen, wenn diese Stimme innerlich sich erhebt und sagt, vielleicht sollte ich diese Praxis doch aufgeben, aus dem und dem und dem Grund. Das sind die Einflüsterungen Maras tatsächlich. Ne? Gerade wenn der Dharma wirkt, dann wird Mara ganz wach und hat ganz tolle Strategien, um uns abzubringen. Aber eigentlich sollte man versuchen, mit ganzem Wesen ganz offen zu hören. Man muss nicht alles glauben im Buddhismus, man soll kritisch sein. Aber nicht kritisch in dem Sinne, dass man von vornherein sagt, das taugt sowieso alles nichts. Und jetzt zeige ich dir mal, wie viel besser ich das weiß und so. Dann macht man sich alles kaputt, ne? Vertrauen ist die Grundlage aller Praxis, sagen alle Lehrer. Vertrauen ist kein blindes Vertrauen, aber zumindest die Herangehensweise, dass man denkt, vielleicht ist da ja was Positives. Wenn ich das nicht so stehen lassen kann, dass da was Positives ist, kann ich es auch nicht entwickeln. Ne? Und wie gesagt, in unserer Zeit sind wir manchmal so überkritisch, dass wir nichts Positives stehen lassen, alles kaputt machen. Dann können wir aber auch nicht mehr davon profitieren. Dann sind wir keine Hörer. Ne? Selbst wenn wir sehr intelligent sind, aber richtige Hörer sind wir nicht. Ein Hörer ist nicht nur, der denkt, aha, das wird im Buddhismus erzählt, das ist aber interessant, ist tatsächlich recht komplex oder so, könnte man sich mal mit beschäftigen. Nein, ein Hörer denkt hauptsächlich, was hat das für mich für eine Bedeutung und wie kann ich das umsetzen für mich? Ne? Das ist ein Hörer. Dann spricht man von Nachdenken. Wenn man was aufgenommen hat, sollte man darüber kontemplieren. Meine Lehrer sagten, das ist schon mehr als 50% im Herzen. Das ist nicht mehr nur im Kopf. Ne? Das geht vom Kopf ins Herz sozusagen runter. Mein Lehrer sagte immer nach der Debatte, so machen das ja tibetische Mönche, dass sie etwas gelernt haben und dann darüber debattiert haben. Dann hat er sich nochmal auf sein Bett gesetzt und überlegt, was er heute eigentlich gelernt hat. Und dann fiel es ihm wie Schuppen aus den Haaren sozusagen. Oder? Er hat das plötzlich verstanden, ne? Tiefer verstanden. Ne? Das nennt man Kontemplation oder Nachdenken. Was wir heutzutage an Meditation machen, ist wahrscheinlich in dem Bereich. Die eigentliche Meditation als dritter Schritt beginnt, wenn man Shamatha hat. Da wir im Allgemeinen kein Shamatha haben, müssten wir dann auf Meditation ganz verzichten, wenn wir so streng sind, ne? Aber es gibt eine Möglichkeit, dass man die Dinge, die man gelernt hat, mit tiefer Konzentration verbindet, Shamatha, und dann entwickelt man unmittelbare Erfahrungen, ne? Das ist der Weg von Hören, Nachdenken, Meditation.
Und so macht man das mit der Weisheit. Also erstmal muss man was lernen, mit anderen Worten. Und deshalb gibt es buddhistische Lehrmeinungen. Ich habe letztes Mal schon zitiert, der Buddha sagt selber, meine Lehre ist von zwei Arten, Rat und Lehrmeinung. Unreifen gebe ich Rat und Yogis Lehrmeinung. Unreife heißt wörtlich kindische. Mit kindischen meint der Buddha Personen, die nicht über dieses Leben hinausdenken können sozusagen oder keine philosophische Interesse haben. Denen gibt der Buddha natürlich auch Hilfen, aber das sind eben Ratschläge, ne? Da gibt es dann so Abreißkalender vom Dalai Lama, wo man schöne Zitate finden kann und so. Die sind sehr gut, aber das sind halt Ratschläge. Oder säkulare Ethik, wie der Dalai Lama das heute nennt, nicht ganz falsch. Ja, jeder wirkliche Buddha gibt auch säkulare Ratschläge, weil er sieht, dass die Schüler nicht in der Lage sind, die tiefgründigsten Dinge zu verstehen und nicht über dieses Leben hinausdenken können, insbesondere gerade heutzutage im Westen. Dann kriegt man halt Ratschläge. Dann gibt es halt eine Achtsamkeitsbewegung und so weiter. Das nennt man Ratschläge. Ne? Aber diejenigen, die philosophisch ansprechbar sind und wirklich religiös denken kann über dieses Leben hinaus, denen gibt der Buddhas Lehrmeinung, heißt es. Ne? Also richtige Philosophen, buddhistische Philosophen. Dass man nicht nur irgendwas glaubt, sondern versucht, mithilfe guter Begründung, aber auch Rückgriff auf die großen Schriften, zu einer bestimmten Erkenntnis der Realität zu kommen. Und im Buddhismus sind alle buddhistischen Lehrmeinungen vertreten vier Auffassungen, die ich eben letztes Mal erklärt habe, als ich hier war. Alle Produkte sind unbeständig, alles Befleckte ist leidhaft, alle Phänomene sind leer und ohne Selbst und Nirvana ist der wahre Frieden. Das habe ich vor 3 Wochen oder so, glaube ich, erklärt ein bisschen. Das ist eben die Grundlage für alle buddhistischen Lehrmeinungen. Wenn man eine dieser vier Siegel nicht unterschreibt, dann ist man kein buddhistischer Philosoph. Wie gesagt, wen das nochmal interessiert, kann das ja nachhören. Vor 3 Wochen ist ja auf YouTube zu haben. Aber es gibt 4 buddhistische Lehrmeinungen zu diesen 4 Siegeln, weil sie eben nicht in jeder Hinsicht vollkommen das Gleiche in Bezug darauf sehen. Aber grundsätzlich suchen alle den sogenannten mittleren Weg. Das heißt, alle 4 buddhistischen Lehrmeinungen, es gibt die sogenannten Vaivashikas und Sautrantikas im Hinayana und die Chittamatrins und Madhyamikas im Mahayana. Und alle sagen sie, wir gehen einen mittleren Weg. Sie sagen sogar, die anderen buddhistischen Philosophen sind in dem oder dem Punkt in einem Extrem. Tatsächlich. Die Madhyamaka-Philosophie trägt, wie gesagt, die Mitte sogar im Namen. Sie heißt die Philosophie des mittleren Weges. Aber alle anderen würden auch sagen, wir sind in der Mitte. Die Mitte kann man wiederum unterscheiden vom Verhalten her und von der Ansicht. Die meisten denken vielleicht, der Buddhismus ist ein mittlerer Weg, weil der Buddha hat gesagt hat, man soll weder zu wenig noch zu viel essen, oder? Ja, das ist auf einer ganz groben Ebene auch ein mittlerer Weg. Der Buddha war ein Lehrer, der für damalige indische Ansprüche relativ sanft mit seinen Schülern umgegangen ist. Er hat gesagt, sie müssen sich nicht zu Tode fasten oder so. Im Jainismus macht man das. Ne? Sondern der Buddha selber hat ja irgendwann die ganz harte Askese aufgegeben und hat wieder Nahrung zu sich genommen. Ne? Er hat aber gleichzeitig das Wohlleben auch abgelehnt. Das heißt, ist ja nicht so, dass der Buddha dann nur noch Schweineschnitzel gegessen hat den ganzen Tag oder so. Sondern zum Beispiel buddhistische Mönche sollten nach dem Mittag eigentlich nichts mehr essen. Aber der Hauptkonkurrent des Buddha, sein Vetter Devadatta, der hat einen Konkurrenzorden gegründet, weil er sagte, der Buddha wäre zu lasch. Er hat von den Schülern erwartet, dass sie strengere Fasten machen. Er war denen zu lasch. Also der Buddha ist mehr vorgeworfen worden, dass er eher nicht streng genug ist. Der Buddha war aber offenbar auch in der Hinsicht in der Mitte. Das heißt, er hat den Mönchen erlaubt, dass sie essen, aber nicht so, dass sie sich überfuttern. Ne? Für heutige Maßstäbe ist natürlich dieser mittlere Weg schon ziemlich extrem, das gebe ich zu. Ich war ja auch 16 Jahre Mönch und es ist schon etwas schwer, hier nachmittags nichts zu essen, insbesondere wenn es kalt ist und man arbeiten muss. Dann ist es sogar so, dass man nach den Ordensregeln doch nachmittags essen kann, weil wenn es auf dem Spiel steht, dass man sonst krank wird oder stirbt, ist es besser, dass man sein Leben aufrechterhält. Ne? Der Buddha hat zum Beispiel auch nicht gefordert, dass man ständig vor sich fegt oder so, wie die Jainas das machen, weil man Lebewesen töten könnte. Ne?
Der Buddha hat zwar gesagt, in der Regensaison sollten Mönche nicht draußen rumlaufen, weil da viele Insekten sind. Aber ansonsten hat er gesagt, wir haben als Menschen das Recht, einen Weg runterzugehen, auch wenn einige Ameisen dabei dran glauben müssen. Ne? Solange wir den Dharma praktizieren, steht das dafür. Ne? Allerdings hat er nicht gesagt, man soll willkürlich Tiere töten oder gar so maschinell vernichten, wie wir das heute tun oder so. Also der Buddha ist auch vom Verhalten her absolut auf dem mittleren Weg. Der mittlere Weg wird von vielen großen Philosophen und Kulturen gepriesen. Ne? Aristoteles spricht auch vom mittleren Weg als Ideal. Zum Beispiel, was ist die Mitte im Verhalten? Wir kennen zum Beispiel die Tugend des Mutes. Ne? Tugend ist in gewisser Weise das Gleiche, was man im Buddhismus Heilsames nennt. Es bedeutet, ich habe es ja schon mal zitiert, dass man in der Lage ist, das durchzuführen, was wirklich zu Glück führt für sich selbst und andere. Das nennt man eine Tugend. Und der Mut ist sicherlich eine Tugend. Aber was bedeutet Mut? Aristoteles unterscheidet eben Tollkühnheit und Feigheit. Das sind die beiden Extreme. Und dazwischen steht der Mut. Wenn du quasi von jeder Klippe springst oder jeden Tag Bungee-Springen machen musst und so, das ist nicht Mut, das ist Tollkühnheit. Ne? Du gefährdest willkürlich dein Leben für keinen großen Zweck. Kann man gerne mal machen, aber ihr wisst, es gibt junge Leute, die ihr Leben ständig aufs Spiel stellen für keinen großen Wert und plötzlich sind sie tot und das Leben war völlig sinnlos vorbeigegangen. Das ist nicht Mut. Wir sollten nicht bewundern, wenn jemand jedes Risiko mitnimmt oder über die Autobahn immer mit 300 Sachen fahren muss oder was. Das ist kein Mut. Das ist auch eine Art innere Krankheit. Das nennt man eben Tollkühnheit oder so. Mein Sohn guckt immer Paw Patrol. Da gibt es Danny X, der springt immer mit einem Motorrad über alle möglichen Sachen. Und dann müsst die Paw Patrol ihn immer retten oder so. Die sind so freundlich, dass sie ihn sogar retten, obwohl er immer nur Mist baut. Ne? Der hält sich für sehr, sehr mutig, aber Aristoteles würde sagen, der ist tollkühn, der ist ein bisschen verrückt, der ist in einem Extrem. Wenn aber von dir erwartet wird, dass du ein gewisses Risiko trägst, um andere zu schützen und so weiter, dann darfst du nicht feige sein. Ne? Du musst gelegentlich auch ein Risiko akzeptieren zum Wohl der Allgemeinheit, sonst bist du feige. Mitten zwischen der Tollkühnheit und der Feigheit existiert der Mut. Ne? So erklärt das Aristoteles. Ein Bekannter von mir, ein Quantenphysiker, Professor Pietschmann, den ich schon öfter erwähnt habe, der spricht von einem X-Prinzip. Das heißt, es gibt immer zwei Polaritäten und Polaritäten sind kein Problem, sondern die Extreme liegen immer in dem jeweiligen Pol. Wenn in dem Pol etwas zu extrem wird, dann ist es ein Problem. Das Problem ist nicht der andere Pol, sondern der eigene Pol wird extrem. Das können wir zum Beispiel auf die Politik übertragen. Es gibt in der Politik in westlichen Demokratien bis vor kurzem, bevor das immer instabiler wurde, zwei große Pole. Ne? Das ist konservativ und liberal. In meiner Jugend gab es sogar nur zwei große Parteien, CDU und SPD. Da war immer so 45% zu 45% oder sowas, die beiden Parteien. Ne? Klassische Aufteilung gibt es in Amerika, gibt es in England. In Italien sind die Parteien mittlerweile ganz untergegangen. Aber früher gab es auch da eine konservative Partei und eine liberale. Heute kommt das alles völlig ins Fließen, weil die Extreme immer extremer werden. Aber es hat einen Sinn, dass es in einer Demokratie eine Partei gibt, die sagt, lass uns die traditionellen Werte aufrechterhalten, weil die haben sich bewährt. Die Leute brauchen auch gewisse Regeln und das nennt man konservativ. Ne? Die liberalen Parteien sagen im Wesentlichen, wir müssen den Leuten Freiheit geben, wir müssen die Dinge neu entwickeln, Reform machen oder so. Ne? Willy Brandt, ne? Mehr Demokratie wagen und so. Da wurde das Liberale in den Vordergrund gestellt. Ne? In dem Fall ist die SPD dann eher liberal gewesen. Mit FDP hat das nichts zu tun. Ne? Das ist ein ganzes Extremliberalismus, also wo man einfach nur da, dass man sein Ego machen darf, was man möchte. Das ist der heutige Neoliberalismus sozusagen. Die traditionell. Das geht natürlich auf eine Zeit zurück, als die Regierenden die Adligen waren und als einzelner freier Mensch wollte man sich gegen die Adligen durchsetzen. Wenn man eine moderne Regierung heute so versteht, dass man sie bekämpfen muss, weil es die eigenen Freiheitsrechte einschränkt, dann ist das pervers aus meiner Sicht. Eine Regierung muss die Rechte des Einzelnen einschränken, wenn man auf Kosten anderer lebt, ne? Wenn man zum Beispiel auf Kosten zukünftiger Generationen maßlos lebt, dann muss die Regierung einschreiten und sagen, das geht nicht. Wir müssen zukünftige Generationen schützen, ihre Freiheit schützen.
Aber nein, man sagt, mein Ego will völlige Freiheit haben, was ihm Spaß macht. Ne? Erstaunlicherweise ist ja aber sowas wie Rauchen im öffentlichen Raum verboten worden und das ist auch durchgegangen oder sowas. Es ist also möglich, dass Menschen gewisse Grenzen akzeptieren, weil es für alle besser ist. Ne? Aber gut, das Problem kennen wir jetzt auch mit dem Umweltschutz und so weiter, dass einige darauf bestehen, ich lasse mir doch vom Staat nichts verbieten. Ne? Wir sprechen ja von einer Verbotskultur. Das brauchst du nur im Bierzelt zu sagen und dann fliegen dir die Herzen zu. Ne? Die und die wollen irgendwas verbieten. Also Liberale tatsächlich sagen hauptsächlich, dass die Freiheit im Mittelpunkt steht und nicht die Vermittlung der Werte. Aber wie ihr seht, habe ich für beide Seiten durchaus Respekt. Ne? Manchmal muss man mehr liberal sein und manchmal muss man mehr konservativ sein. Ne? Churchill wurde zum Beispiel im Krieg gewählt und nach dem Krieg gleich abgewählt, weil der Krieg ist eine andere Zeit als eine Nachkriegszeit. Ne? Ja, und der mittlere Weg ist wiederum, dass zum Beispiel in einer gesunden Demokratie man sich manchmal mehr konservativ verhält und manchmal liberal. Wo liegen die Extreme? Der Konservatismus extrem ist die Tyrannei. Und, oder das zu streng vom Staat ist. Ne? Das Extrem des Liberalismus ist Anarchie, also überhaupt keine staatliche Kontrolle mehr. Ne? Das ist auch ein Beispiel für den mittleren Weg. Ja, dieses X-Prinzip von Pietschmann könnt ihr auf alle Fragen übertragen. Ihr werdet immer sehen, es gibt zwei Pole. Dass es zwei Pole gibt, ist kein Problem, sondern das Extrem des jeweiligen Pols ist das Problem. Ne? Das ist wirklich ein sehr gutes System, das sich an Aristoteles eben auch anlehnt. Bei dem Orakel von Delphi übrigens stand über der Tür nicht nur erkenne dich selbst, sondern auch alles in Maßen. Das heißt, man soll nichts übertreiben. Ne? Übrigens ist die Mitte nicht mittelmäßig, sondern es ist sehr schwer, in der Mitte zu sein. Die mittelmäßigen Leute sind nie in der Mitte. Also die Leute, die eben in die Extreme gehen, und das tun die meisten Menschen, sind meistens in der Überzahl. Ne? Die Weisen sind in der Mitte. Also die Mitte ist keine demokratische Geschichte, sondern die Mitte treffen nur die, die ein bisschen Einsicht in die eigentliche Realität haben. Also man sollte nicht denken, wenn ich die Mitte wähle, dann werde ich ja irgendwie mittelmäßig. Das ist gar nicht so. Und das Interessante ist, die Mitte verändert sich ständig. Was gestern noch extrem war, ist heute vielleicht die Mitte. Ne? Je nach Veränderung der Umstände musst du dich darauf einstellen. Du musst also sehr wach sein und sehr achtsam. Die Mitte ist auch leer. Es gibt nicht die Mitte an sich. Ne? Zum Beispiel die Mitte der Bundesrepublik Deutschland hat sich vor 30 Jahren massiv verändert. Ja? Die ist nicht statisch. Dadurch, dass eben was verändert, wie die Wiedervereinigung, ist plötzlich die Mitte des Landes woanders als vorher. Die Mitte ist abhängig von den Extremen sozusagen. Das geht immer hin und her oder von der Peripherie. Gut, also die Mitte, China nennt sich sogar das Land der Mitte, oder? Also worum es geht, ist eine Mitte zwischen Polen sozusagen. Die Pole sind nicht das Problem, sondern die Extreme sind das Problem. Ne? Das chinesische Yin- und Yang-Zeichen ist das Zeichen der Mitte schlechthin. Das heißt, im Schwarzen ist schon das Weiße und im Weißen das Schwarze. Beides ist miteinander verbunden sozusagen. Nur wenn du nicht in Übereinstimmung mit der Realität dich verhältst, in der jeweiligen Umständen, das nennt man ein Extrem. Ne? Also vom Verhalten her habe ich schon gesagt, was eben eine Mitte ist. Der Buddha sagt übrigens, man soll sich verhalten wie eine Gitarrensaite, die weder zu stark angezogen ist noch zu locker. Dann gibt es einen schönen Ton, oder? Das kann man auch in der Erziehung sehr genau sehen. In der Pädagogik gibt es auch Extreme. Ne? In meiner Jugend gab es diese antiautoritäre Erziehung. Überhaupt keine Vorschriften mehr an Kindern. Einfach machen lassen, was sie wollen. Ne? Dann werden sie glücklich. Nö, Pustekuchen, dann werden sie völlig crazy. Ne? Andere, vorher hatten wir diese autoritäre preußische Erziehung, das andere Extrem. Ne? Nur von oben und so. Keinerlei Zuneigung. Heute kann man sich freuen, dass die Eltern den Kindern sicherlich näher sind als früher. Aber es geht auch ins Extrem. Es geht nur noch ums Kind. Das Kind denkt, es ist der Mittelpunkt der Welt. Denn heute Morgen lese ich ein Interview mit Woody Allen. Da sagt er, meine Eltern waren in Ordnung, aber sie haben sich kaum um mich gekümmert. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Aber irgendwie hat er trotzdem was gelernt. Sie haben dafür gesorgt, dass er sich das lernen konnte. Aber heute erlebe ich es ja selber so. Die ganze Zeit denkt das Kind, es geht nur um es. Wenn die Eltern oder Erwachsenen was tun, kräht das Kind dazwischen.
will 100% Aufmerksamkeit. Darauf wäre man früher wirklich nicht gekommen. Also das führt leider nicht nur dazu, dass das Kind selbstbewusst wird, sondern es wird narzisstisch, ne? Man tut ihm nichts Gutes. Man denkt, es geht nur um das Kind, ne? Also gerade wenn man Liebe hervorbringen möchte gegenüber dem Kind, sollte man nicht in das Extrem fallen, dass man dem Kind jeden Wunsch erfüllt, wie ich schon sagte. Andererseits sollte man nicht zurückgehen in eine rigide Erziehung, wo man Gewalt anwendet oder nur Zwang, ne? Das ist auch ein mittlerer Weg, auf jeden Fall, ne? Gut, aber die eigentliche Mitte im Buddhismus liegt nicht im Verhalten, wofür ich jetzt ein paar Beispiele gegeben habe, sondern in der philosophischen Ansicht. Die Mitte existiert zwischen den Extremen des Eternalismus und Nihilismus. Das bedeutet, dass man weder glaubt, dass die Dinge aus sich selbst heraus existieren, absolut, noch dass sie gar nicht existieren. Das heißt, wenn man vom Buddhismus hört, sogar solche Ausdrücke wie Leerheit, denkt man vielleicht, die sagen, dass die Dinge gar nicht existieren, oder? Das nennt man Nihilismus. Normalerweise, wenn man noch nichts von Leerheit gehört hat, ist man im anderen Extrem, dass man denkt, dass die Dinge aus sich selbst heraus existieren. Das nennt man Eternalismus. Wir können es auch auf gröberer Ebene sehen. Wenn man sagt, alle Dinge sind völlig beständig, ist man im Beständigkeitsextrem. Wenn man sagt, alle Dinge würden sich überhaupt keine Kontinuität haben und von einem Moment auf den anderen auflösen, das ist dann der nihilistische Extrem. Versteht ihr? Das ist das, was die vier buddhistischen philosophischen Schulen hauptsächlich interessiert. Wo ist die Mitte, ne? Fügt man den Dingen etwas hinzu oder nimmt man ihnen etwas weg? Es gibt zwei extreme Möglichkeiten. Du machst zu viel oder du machst zu wenig. Übrigens auch in der Gestalttherapie, die ich praktiziere. Wenn der Klient reinkommt und zu viel redet, muss man ihn stoppen. Wenn er zu wenig sagt, muss man ihn anhalten, was zu sagen. Versteht ihr? Beides sind nämlich Verdrängungsmechanismen. Der eine drückt sich um sein psychisches Problem, indem er redet wie ein Wasserfall, aber niemals zum Punkt kommt. Der andere will über sein Problem einfach nicht reden. Als Therapeut muss ich da jeweils in die Mitte zurückkommen, indem ich den einen dazu auffordere, mal was von sich zu geben, und dem anderen setze ich erstmal auf den Pott und erstmal nichts sagen. Ja? Erstmal vielleicht Atembetrachtung oder so, um jeweils in die Mitte zu kommen, sozusagen. Auch da sehen wir dieses Extrem. Ja, Extrem bedeutet entweder, dass man etwas projiziert, was gar nicht da ist, oder etwas wegnimmt, was da ist. Ne? Die meisten Menschen projizieren etwas, was gar nicht da ist. Deshalb arbeitet der Buddhismus hauptsächlich, etwas wegzunehmen, was man projiziert hat. Ne? Deshalb gibt es auch so viele negative Ausdrücke im Buddhismus, wie Nirvana. Da muss was weg. Die Leidenschaften müssen weg. Die Leidenschaften sind Projektion. Wir sehen etwas entweder zu attraktiv oder zu unattraktiv. Und um den wieder in Ordnung zu bringen, müssen wir diese Projektion wegnehmen. Wir müssen nicht was Neues erzeugen, wir müssen was wegnehmen, sozusagen. Das ist eigentlich eine ganz schöne Vision. Wir müssen eigentlich gar nicht jemandem neu was beibringen. Wir müssen dafür sorgen, dass er etwas nicht mehr glaubt, was er sich vorstellt. Dann erwacht er aus seinem Traum. Das Lieblingsbeispiel der Weisheit im Buddhismus ist zum Beispiel, dass man glaubt, etwas Längliches im Garten, was man morgens sieht, wäre eine Schlange. Dann ist man naturgemäß sehr aufgeregt. Wenn man da näher hingeht und sieht, es ist nur ein Seil, dann wird man wieder ruhig, oder? Was ist da passiert? Man hat etwas auf etwas projiziert, was da ist, und man kommt wieder in Ordnung, wenn man es wieder wegnimmt, oder? Oder wenn ich in der Therapie jemanden habe, der Verfolgungswahn hat. Er denkt, alle sind hinter mir her, oder? Was kann man ihm helfen, wenn man ihm irgendwie klar machen kann, dass niemand hinter ihm her ist? Dann geht es ihm wieder gut, oder? Ich muss ihm nicht was Neues beibringen, ich muss ihm nur die fixe Idee wegnehmen. In gewisser Weise ist die buddhistische Auffassung, unser Geist ist vollkommen in Ordnung. Das ist klares Lichtbewusstsein. Aber an der Oberfläche unseres Geistes sind Projektionen. Und wenn wir die beseitigen, die Beseitigung der Projektion, das ist Nirvana. Ein Zustand der Projektion, das ist eben Sansara. Ne? Deshalb ist die Hauptaufgabe im Buddhismus, den Eternalismus zu bekämpfen, dass man den Dingen zu viel Realität beimisst. Allerdings gibt es einige, die dann auch zu wenig, die sagen dann, wir existieren gar nicht oder die Phänomene existieren gar nicht. Das kommt halt seltener vor. Ne? Aber beide Extreme werden von den buddhistischen Schulen angegangen.
Es gibt zum Beispiel zwei große philosophische Richtungen im westlichen Buddhismus genauso, aber in Indien auch. Das eine nennt man Realismus und das andere Idealismus. Der Realismus sagt, da draußen existiert eine Welt aus sich heraus sozusagen und die ist hauptsächlich verantwortlich, wie die Dinge laufen. Die anderen sagen, hauptsächlich ist unser Geist verantwortlich. Der Geist ist entscheidend, die Subjektseite. Die Welt existiert nicht aus sich heraus. Manche sagen sogar, es gibt nur Geist. Versteht ihr? Das sind aus buddhistischer Sicht wiederum zwei Extreme. Man sagt entweder nur die Außenwelt oder nur das Subjekt. In Wirklichkeit sind Subjekt und Objekt aufeinander bezogen. Und insofern kann man diese Extreme wiederum überwinden. Zum Beispiel der Pietschmann, mit dem ich zusammentreffen durfte, der Physiker, hat mir mal seinen eigenen philosophischen Werdegang erklärt. Und da hat er gesagt, am Anfang war ich Realist, wie alle normalen Menschen. Das heißt, ich dachte, da draußen gibt es eine Welt und ich gehe hin und versuche sie zu verstehen oder so. Wir alle glauben, da draußen ist eine Außenwelt, oder? Und unser Subjekt hat damit wenig zu tun, oder? Wird nur damit konfrontiert. Das nennt man einen naiven Realismus. Der ist heute als Philosophie total tot. Es gibt keinen Philosophen mehr oder Physiker oder Wissenschaftler, der glaubt, dass Realismus die Realität ist. Aber dann kommt man in das andere Extrem. Zum Beispiel denkt man, komisch, heute Nacht habe ich geschlafen und da sind auch alle möglichen Dinge erschienen und dann bin ich aufgewacht und dann waren sie weg. Woher weiß ich überhaupt, dass da draußen eine Welt ist? Vielleicht ist die Welt nur tatsächlich in meinem Kopf. Wir können das übrigens nicht ganz widerlegen. Was uns erscheint, sind sogenannte Qualias, das heißt Konstruktionen, die uns im Geist und im Gehirn erscheinen. Ob sie in Bezug zu einer äußeren Welt stehen, können wir ehrlich gesagt nicht beweisen. Ich halte es trotzdem für extrem, wenn man sagt, es gibt gar keine äußere Welt. Das würde übrigens auch bedeuten, dass es euch gar nicht gibt. Ihr seid auch nur Erscheinung für mich. Damit kann ich aber übrigens nicht leben. Wenn ich der einzige Mensch auf dieser Welt wäre, damit kann man nicht leben, ne? Deshalb hat Russell mal gesagt, das nennt man Solipsismus, das ist selbstwidersprüchlich. Wenn man zu einer Position kommt, mit der man nicht mehr leben kann, kann sie nicht real sein. Aber versuch mal genau zu beweisen, dass es eine Außenwelt gibt. Das kannst du nicht, weil das Einzige, was dir erscheint, ist die Innenwelt. Ne? Zum Beispiel Kant, der ja gerade 300 Jahre feiert, das ist ein Idealist. Und er hat gesagt, wir können keine gültigen Aussagen über die Außenwelt machen, weil sie immer gefiltert wird durch unseren Erkenntnisapparat. Das ist eine Realität, ne? Es heißt, Kleist hätte sich dann gleich das Leben genommen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, der hatte irgendwie Probleme mit anderen Leuten und so weiter. Aber darüber hinaus, ja, man nimmt sich nicht das Leben wegen philosophischer Probleme. Das sind meistens emotionale Probleme. Aber wenn man dann emotionale Probleme hat und Probleme mit seiner Frau oder was weiß ich, dann kommt noch philosophisch hinzu und dann macht man vielleicht Schluss. Das kann sein. Aber tatsächlich, als er Kant gelesen hat und gesagt hat, wir können nicht wissen, wie die Welt an sich ist, das war für ihn offenbar ziemlich hart. Wenn ich den Buddhismus richtig verstehe, ist das kein Problem. Die Welt, Subjekt und Objekt sind nicht getrennt voneinander, sondern es gibt keine Welt an sich, sondern die Welt hat immer damit zu tun, wie man sie erkennt. Aber das ist die Realität, da braucht man sich nicht das Leben zu nehmen. Das ist einfach die Suche nach einer Welt an sich, wie sie Kant offenbar noch kennt, die ist aus buddhistischer Sicht sinnlos. Und deshalb sagte Pietschmann, ich bin dann erst Idealist geworden, dass man fast nur noch an den Geist glaubt. Und dann bin ich realistischer Konstruktivist geworden, wie er das nennt. Das heißt, man glaubt, es gibt eine Außenwelt, aber man wird sie immer nur durch die Konstruktion des eigenen Geistes erfahren. Beziehungsweise die Welt an sich gibt es nicht, sondern sie ist immer schon konstruiert durch das Bewusstsein. Und das hat mich nun bass erstaunt, weil damit hat der Pietschmann, ohne es zu wissen, die vier buddhistischen Schulen in ihrem Werdegang genau nachvollzogen. Die vier Schulen, über die ich gerade gesprochen habe, sollte man nicht wie Fußballvereine verstehen, die sich bekämpfen. Das ist ein intellektueller Werdegang, wenn man sie durchgeht. Wir haben ja auch das Studium über die vier philosophischen Schulen. Man fängt an mit gröberen philosophischen Schulen und wird immer subtiler. Die Hinayana-Schulen der Vaivashikas und Sautrantikas sind Realisten, ne? Dann kommt die Mahayana-Schule der Chittamatrins, das sind mehr oder weniger Idealisten. Sie sagen, alles, was wir erleben, entsteht aus einer karmischen Anlage, die gleichzeitig als Subjekt und Objekt erscheint.
Die Madhyamikas, die in Tibet als die höchste Philosophie gelten, das sind quasi realistische Konstruktivisten. Das heißt, sie sagen, es gibt eine Welt, aber sie wird immer von uns benannt oder interpretiert. Und das ist wiederum eine klassische Mitte. Sie sind in der Mitte zwischen Realismus und Idealismus, ne? Gut, auf jeden Fall, da sehen wir, dass tatsächlich in den buddhistischen philosophischen Schulen, die jeweils Grundlage, Pfad und Frucht lehren, auch eine Mitte angestrebt wird. Und für heute als Abschluss, nächstes Mal kann ich auch darüber reden, wie diese verschiedenen Schulen sich berufen auf die sogenannten drei Räder, die der Buddha gelehrt hat. Das heißt, der Buddha hat dreimal das Rad der Lehre gedreht und jeweils philosophische Schulen beziehen sich auf das eine oder andere Rad, aber darüber reden wir nächstes Mal. Und ich werde dann über die zwei Wahrheiten sprechen. Das heißt, was ist denn nach diesen jeweiligen philosophischen Schulen sozusagen die konventionelle Wahrheit und was ist die endgültige Wahrheit, ne? Wenn man es sehr intensiv studiert, würde man sogar andere philosophische Schulen, nicht-buddhistische Schulen fragen, wo sie jeweils konventionelle und endgültige Wahrheit sehen. Aber das nächste Mal, heute zum Abschluss, nochmal als ein Beispiel dafür, wie diese vier philosophischen Schulen ein bestimmtes Problem jeweils etwas unterschiedlich interpretieren, auf ihrer Suche nach der Mitte sozusagen. Ich sagte ja schon, man kann die Extreme in Bezug auf Beständigkeit und Vernichtung zum Beispiel betrachten, ne? Die Vaivashikas sagen, sie wären nicht im Extrem des Eternalismus oder der Beständigkeit, weil sie sagen, dass eine Ursache in seiner Wirkung aufhört. Das heißt, alle buddhistischen Schulen, da unterscheiden sich von den meisten anderen Philosophien, sagen, dass eine Sache, ein Produkt von einem Moment auf den nächsten nicht mehr mit sich identisch ist. Das ist wirklich sehr radikal. Der Oliver, der hier vor euch sitzt, das ist auch ein Produkt. Der besteht aus Körper und Geist und das sind Dinge, die aus Ursache und Bedingung entstehen und zu Wirkungen werden, ne? Das ist ein Produkt und von Moment zu Moment verändert sich Oliver. Also wenn ihr glaubt, der Typ, der vor ein paar Wochen hier war, ist jetzt der gleiche wie heute, ist das eine gewisse intellektuelle Trägheit, ne? Wir greifen aber nach Beständigkeit, oder? Wir sehen, dass da irgendwas reinkommt, was so ähnlich aussieht wie der Körper von vor 3 Wochen und sagen, ist der Oliver, ne? Haben ja auch so einen schönen Namen dafür. Der Name ändert sich ja auch meistens nicht. Kann man ändern, aber tut man selten, ne? Ja, aber in Wirklichkeit hat der Oliver sich geändert. Und wenn man das versteht, also streng genommen, der Oliver in dieser Minisekunde und in der nächsten Minisekunde sind ein Gegensatz. Es gibt nichts, was beides ist. Dadurch könnte man aber denken, das ist ja Nihilismus, da gibt es gar keinen Oliver mehr. Nein, sie sagen, die Vaivashikas, weil ja nach der Ursache eine Wirkung entsteht von Oliver, sind sie keine Nihilisten. Das heißt, es geht mit Oliver irgendwie weiter, aber nicht in gleicher Form, oder? Sie sagen also, wir haben einen mittleren Weg, weil wir glauben nicht wie andere, dass irgendetwas von Moment zu Moment gleich ist. Wir sagen aber auch nicht, dass es völlig aufhört. Es geht irgendwie weiter, oder? Die Sautrantikas sagen das sehr ähnlich. Sie sagen, die Produkte lösen sich in jedem Moment auf, aber es gibt ein Kontinuum, ne? Das betrifft übrigens auch die Frage des Todes, ne? Also der Oliver dieses Lebens stirbt in ein paar Jahren, ne? Aber man glaubt im Buddhismus, dass das Kontinuum seines Geistes auf subtiler Ebene sich fortsetzen wird. Allerdings, wer glaubt, dass der gleiche Oliver wiedergeboren wird, das ist Mumpitz. Das wäre Eternalismus, ne? Der Oliver dieses Lebens ist jetzt vielleicht ein Mann und ein Deutscher und was er nicht alles für Attribute hat, damit ist vorbei. Ne? Ich weiß noch nicht mal, ob ich wieder als Mensch wiedergeboren werde oder so. Aber wenn man genau den Durchblick hätte, würde man in meiner nächsten Existenz wissen, dass ich Attribute habe, die auf dieses Leben zurückgehen, von dem, was ich getan habe. Mein subtiles Bewusstsein, das erst im Tantra genau erklärt wird, setzt sich über den Tod hinaus fort, tatsächlich. Insofern ist es kein Extrem des Nihilismus. Dann kommen wir in die Mahayana-Schule zum gleichen Thema. Ach, die Sautrantikas sagen übrigens auch, die Substanz setzt sich irgendwie fort. Zum Beispiel, wenn ein Tisch verbrennt, dann gibt es zwar keinen Tisch mehr, aber es gibt eine Asche, die sich fortsetzt. Nichts vergeht völlig, ne? Der Philosoph Wilhelm Schmid hat übrigens mal zum Leben nach dem Tod auch gesagt, er wird ja zunehmend religiös jetzt auch, seine Frau ist jetzt auch gestorben, dann wird man auch noch religiöser. Sein letztes Buch geht sehr stark in diese Richtung. Ursprünglich war er gar nicht so religiös.
Aber er hat einfach mal gesagt, er hält ein Leben nach dem Tod für sehr wahrscheinlich, weil wir sehen, dass überall sich die Energie erhält, oder? Nichts wird zu nichts. Alles, was wir beobachten können, wird ja nicht einfach zu nichts. Es wandelt sich um, aber es wird nicht zu nichts. Und warum ausgerechnet unser Geist und alles, was wir erfahren, einfach zu nichts werden will, überzeugt dich nicht. Das ist kein völliger Beweis, aber es ist eine Analogie. Von allem, was wir beobachten können, wird nichts einfach zu nichts. Warum sollte unser Geist, der nicht das gleiche ist wie Materie, aber ist ein anderes Problem, einfach zu nichts werden? Gut, die Chittamatrins sagen, sie sind keine Eternalisten oder Beständigkeitsgläubige, weil sie sagen, die Dinge, die vom Denken abhängig sind, haben keine wahrhafte Existenz. Wahrhafte Existenz bedeutet, dass etwas unabhängig vom Subjekt existiert. Sie sagen, wir glauben nicht, dass alles unabhängig vom Subjekt existiert, sondern unsere ganzen Begriffe, unsere Konzepte sind ja vom Subjekt abhängig. Ne? Wie ich schon öfter gesagt habe, so ein Begriff wie Deutscher oder sowas oder die Tugend, das gibt es nicht an sich, das ist ein Konzept, oder? Es gibt die Tugend, es gibt Deutsche, aber es gibt nichts Konkretes, was man Deutsch oder Tugend nennen kann, sondern immer nur Einzelfälle. Versteht ihr? Also was vom begrifflichen Denken abhängig ist, das nennt man eben nicht wahrhaft bei ihnen. Sie sagen aber, die Produkte, die einfach aus Ursachen und Bedingungen entstehen, die sind unabhängig vom Subjekt, die sind wahrhaft existent. Die Madhyamikas aber sind noch radikaler. Sie sagen, es gibt kein Phänomen, das wahrhaft existiert. Das heißt, sowohl das, woran wir denken, als auch das, was einfach als Produkt existiert, ist letztlich von den Interpretationen unseres Geistes abhängig. Selbst eine Vase, die aus ihren Ursachen entsteht, ist nur eine Vase, weil wir sie als Vase interpretieren und auffassen. Deshalb gibt es gar nichts Wahrhaftes. Und wenn man noch irgendetwas für wahrhaft existent hält, ist man im Extrem der Beständigkeit oder des Eternalismus. Sie sagen aber gleichzeitig, wir sind keine Nihilisten, weil wir sagen, dass die Konventionen der Welt existieren. Es sind zwar nur Konventionen, aber sie existieren. Das heißt, alle Phänomene sind bloße Benennungen, wie sie das nennen. Aber das heißt nicht, dass sie nicht existieren, sondern dass sie in Abhängigkeit von Interpretation existieren. Das mag zunächst sehr radikal erscheinen, aber das gilt als die letztliche Überwindung der Extreme. Solange man noch glaubt, irgendwas ist unabhängig vom Geist und seinen Konzepten, solange hat man den mittleren Weg noch nicht gefunden. Die erste Unterweisung des Dalai Lama 1982 in Hamburg wurde angekündigt als die Vereinbarkeit des abhängigen Entstehens und der Leerheit. Auf den Plakaten stand das. Ich glaube, kein Mensch ist gekommen wegen diesem Titel, oder? Völlig undenkbar. Sondern sind gekommen, um den Dalai Lama mal zu sehen. Tatsächlich. Ja, das ist eine andere Frage. Aber dass der Dalai Lama diesen Titel gewählt hat, ist eben typisch. Gelegentlich überfordert der Dalai Lama auch seine Schüler. Das sagte auch Thupten Schildern, dass er ausdrücklich Dinge lehrt, wo er sich sicher sein kann, dass sie meistens nicht gleich verstehen. Aber westliche Menschen halten sich ja oft für so klug. Und wenn da jemand ist, der über etwas was sagt, was nicht ganz dumm ist, dann wird man neugierig. Ne? Ja, gerade wenn man sich mit Wissenschaftlern misst, die glauben im Allgemeinen, religiöse Leute hätten keine Ahnung, wären ein bisschen dumm. Ne? Wenn dann ein religiöser Mensch etwas sagt, was auch intellektuell sehr anspruchsvoll und interessant klingt, dann werden Leute, die ein bisschen intelligenter sind, wach dafür. Das hat sicherlich Methode, warum der Dalai Lama gelegentlich so kompliziert spricht, dass kein Mensch mehr was versteht. Manchmal redet er aber auch auf der Ebene der Kalendersprüche, habe ich ja schon gesagt. Da gibt er Ratschläge. Ne? Ich habe sogar Leute gesehen, die sagen, der Dalai Lama spricht immer so naiv und einfach, das ist ja überhaupt nichts. Also wir haben auch da die Extreme, oder? Der eine sieht den Dalai Lama als zu einfach und der andere als zu schwer. Der Dalai Lama ist genau in der Mitte. Der redet immer gegenüber dem Publikum so, wie es angebracht ist. Wenn du einfache Leute hast, redest du ganz einfach. Mit Intellektuellen redest du anders. Sonst bist du jeweils im Extrem. Gut, aber auf jeden Fall tatsächlich ist das genau die Mitte, über die wir heute sprechen. Nämlich, dass man, wenn man sagt, die Dinge sind abhängig existent, verneint man damit, dass sie unabhängig oder eigenständig existieren. Damit vermeidet man den Eternalismus oder Beständigkeitsglauben, indem man aber sagt, dass die Dinge leer sind. In dieser Hinsicht vermeidet man eben, dass man glaubt, sie sind wahrhaft existent oder aus sich selbst heraus. Indem man sagt, dass sie in Abhängigkeit existieren, verneint man, dass sie gar nicht existieren. Ne? Weil wenn sie abhängig sind, existieren sie ja. Ne?
Tsongkhapa geht in drei Hauptaspekten des Pfades sogar noch weiter. Er sagt, das belegt sich sogar jeweils gegensätzlich. Indem man sagt, es ist leer, vermeidet man sogar das Extrem des Nihilismus, wenn man es richtig verstanden hat. Und indem man sagt, es ist abhängig, vermeidet man den Eternalismus. Normalerweise ist es einfacher zu verstehen, die Leerheit vermeidet den Eternalismus. Also Leerheit ist klar, die Dinge zu viel zu projizieren, ist offenbar falsch. Ne? Durch das Abhängige Entstehen vermeidet man aber den Nihilismus. Es gibt doch was. Ne? Und die Leerheit der Madhyamaka-Philosophie ist genau in der Mitte. Die Realität ist vollkommen in der Mitte zwischen einem Extrem, dass die Dinge gar nicht existieren, oder dass sie aus sich selbst heraus existieren. Gut, und abschließend ein kurzes Zitat dafür, dass diese Diskussion der Mitte auch in der modernen Philosophie eine Rolle spielt. Es gibt im Moment so einen Modephilosoph, meine ich gar nicht negativ, Markus Gabriel. Und da erschien in der Zeit ein Artikel, die radikale Mitte nennt man das. Von Gabriel wird besonders gesagt, dass er den Realismus eine Art Ehrenrettung gibt, der ja eigentlich völlig tot ist. Aber er sagt, auch den Realismus völlig zu beerdigen, ist auch ein Extrem. Habe ich auch gerade drüber gesprochen, realistischer Konstruktivismus. Wenn man alle Dinge nur als Konstrukt auffasst, ist es ein Extrem. Wenn man alles nur als real existierend auffasst, ist auch ein Extrem. Und deshalb ein neuer Realismus, nennt er das. Also da heißt es, nichts leichter, als sich für Markus Gabriels doppelte Abrechnung zu erwärmen. Also er rechnet ab mit beiden Lagern, Realisten und Idealisten. Endlich holt einer mal aus zum Schlag gegen den Brachial-Scientismus, mit dem der Evolutionsbiologe Richard Dawkins und seine neo-atheistischen Freunde einen Gott aus dem Himmel vertreiben wollen, der dort nie zu Hause war. Also Richard Dawkins ist ein Extremrealist, ne? Kennt ihr? Ein Gotthasser, der meint, alles Problem kommt aus der Religion. Ne? Der schreibt auf Busse in London, die Bibel ist ein Märchenbuch. Das meint er negativ, ich finde es gar nicht so negativ. Aber auf jeden Fall, das ist ein Vertreter eines Extremrealismus. Ne? Der hat so ein schönes Buch geschrieben, Das egoistische Gen. Darin will er beschreiben, die ganze Welt ist nur ein Kampf der Gene um Vorherrschaft. Also da hört es bei mir völlig auf. Ne? Da gibt es von Joachim Bauer ein Gegenbuch, das heißt Das kooperative Gen. Er sagt, bei Darwin ist die Kooperation auch im Spiel, nicht nur der Egoismus. Gut, auf jeden Fall ist Dawkins ein Extremrealist sozusagen, der eben einen Gott irgendwie vertreibt aus einer Existenzweise, wie die Theologen noch nie behauptet haben, dass er existiert. Ne? Gut, und endlich stemmt sich einer mal gegen die kulturwissenschaftliche Versuchung, noch die letzte empirisch nachprüfbare Tatsache als wackelige soziale Konstruktion zu entlarven. Das tobt sich heute auf den Universitäten aus. Da ist ein extremer Konstruktivismus. Alles ist nur Konstruktion. Das Geschlecht ist zum Beispiel reine Konstruktion. Soweit ich weiß, hat es eine biologische Grundlage. Aber einige sagen, nein, es ist nur eine Konstruktion. Das soziale Geschlecht ist übrigens eine Konstruktion, aber das biologische Geschlecht ist keine bloße Konstruktion. Das hat in den Genen eine bestimmte Grundlage. Es wird aber gesagt, nein, es wäre eine reine Konstruktion, weil die Leute glauben, sie hätten verstanden, dass die Dinge relativ sind und verfallen dann in den Relativismus. Danach gibt es übrigens auch kein Gut und Schlecht, das sind nur kulturelle Gepflogenheiten. Ne? Ob du Schrumpfköpfe sammelst oder dich wie Mutter Teresa verhältst, das ist eine soziale Konstruktion. Ja, wenn die gerne den Leuten den Kopf abhacken, das ist ihre Kultur, das ist ihre soziale Konstruktion. Ne? Das muss man konsequenterweise sagen. Deshalb nennt der Buddhismus das auch Nihilismus, auch im karmischen Sinne. Wenn man gut und schlecht und heilsam und unheilsam nicht mehr vertritt, weil man erkennt, dass die Dinge leer sind, dann hat man die Leerheit nicht verstanden. Ne? Sondern Tsongkhapa sagt, wer die Leerheit erkennt, ist achtsam. Das heißt, wenn man die Leerheit erkennt, versteht man, alles ist abhängig und alles, was ich tue, hat Wirkung. In einem speziellen Punkt haben gute Handlungen Glück zur Wirkung und schlechte Leiden. In einer anderen Umständen haben andere Handlungen Glück zur Folge und Leiden. Versteht ihr? Es ist also relativ, aber kein Relativismus. Aber diese Schlaumeier eines extremen Relativismus sind auch ein Problem. Damit haben wir übrigens im Moment ganz konkrete politische Probleme, weil diese Relativisten, die eigentlich sehr klug sind, bei einigen Leuten verständlicherweise auch auf den Wecker fallen, weil alle Dinge und Werte werden einfach zertrümmert oder so, als hätten sie keine Bedeutung. Alle traditionellen Überlieferungen werden als bloße Konstruktion bezeichnet.
Und das führt bei manchen dann schon zu auch starkem Widerstand, den man durchaus nachvollziehen kann, ne? Also man muss finden, dass bestimmte Dinge in der Gesellschaft zwar nicht aus sich heraus existieren, aber trotzdem existieren. Das wäre eine Mitte. Und das geht bei Gabriel wohl in diese Weise. Zwischen blindem Naturalismus und haltlosem Skeptizismus ist Gabriel seit 1999 Inhaber des Lehrstuhls für Erkenntnistheorie an der Universität Bonn, ein Mann der radikalen Mitte. Denn sein Programm eines neuen Realismus erledigt beide Gegner im Handstreich. Und das in jargonfrei prägnanten Sätzen. Wer ein Jahr im Elfenbeinturm forschte und dann nicht in der Lage sei, sein Thema verständlich zu erklären, sagt er, der könnte es selbst nicht verstanden haben. Gut, sehr schön. Ja, so viel vielleicht bis ein paar Erklärungen zum mittleren Weg. Nächstes Mal setze ich das fort mit der Erklärung der drei Räder der Lehre und den zwei Wahrheiten. Gibt es dazu im Moment Fragen oder Anmerkungen? Könnt auch gerne mal aufstehen, wer noch mitmeditieren möchte. Wem das eh too much ist, kann natürlich selbstverständlich gehen. Was für jeden ein Extrem ist, das muss er selber beurteilen, ne? Aber nicht extrem ist es auf jeden Fall, seine Beine gelegentlich auszulockern. Ein Extrem wäre, wenn man ständig die Beine locker hält, auch bei der Meditation. Wenn man sie gar nicht locker hält, ist auch ein Extrem. Man merkt es immer an der Gesundheit, ob man in der Mitte ist. Tibetischen Ärzte arbeiten zum Beispiel immer gegen eine Krankheit, indem sie sagen, ein bestimmtes Element im Körper hat eine Vorherrschaft erlangt und ist extrem geworden. Da muss man etwas geben, damit es wieder in die Mitte kommt. Versteht ihr? Psychisch habe ich es ja auch schon angedeutet. Wenn jemand extrem diese psychische Muster hat, muss er erstmal das andere Muster. Ne? Wenn er immer nur mit sich sein will, muss er lernen, mit anderen zusammen zu sein. Wenn er immer mit anderen zusammen ist, muss er lernen, mal mit sich selber zu sein. Ne? Das nennt man dann eben die Mitte. Ja, grundsätzlich ist die Mitte im Buddhismus immer das abhängige Entstehen. Und deshalb meditieren wir auch dauernd darüber. Letztes Mal anhand eines Autos. Ja, kann auch ein Schuh sein. Muss jeder jeweils sehen, woran er anhaftet im materiellen Bereich. Kann auch sein, dass Männer an Schuhen anhaften, gebe ich zu. Ich habe da einige Kritik gelesen, dass ich da Stereotyp bin. Mag sein. Entspricht allerdings meiner Erfahrung, dass Männer und Frauen nicht völlig identisch sind. Das ist für mich auch ein Extrem. Männer und Frauen sind verschieden. Und warum sollte das nicht so sein, oder? Das macht die Sache doch interessant, oder? Loriot hat gesagt, Männer und Frauen verstehen sich einfach nicht. Ja, das ist richtig, ja. Muss man aber auch nicht. Um jemanden zu lieben, muss man ihn nicht verstehen, oder? Verstehe ich eine Rose? Nö. Wenn ich eine Rose wirklich verstehen will, muss ich sie in mich aufnehmen. Aber das heißt nicht, dass ich verstehe, was eine Rose ist, ne? Im Zen sagt man sogar, das große Nichtwissen, das ist wichtig, ne? Ja, wenn ein Mann eine Frau und umgekehrt verstehen will, muss er feststellen, dass sie oder er irgendwie ein bisschen anders tickt, so meistens als man selber. Aber das ist doch kein Problem, das ist ein anderer Pol, ne? Und von diesem Pol kann man was lernen. Wenn man zum Beispiel extrem quasi männlich ist, das gibt es natürlich nicht an sich, stimmt schon, aber es gibt da schon eine gewisse männliche Art oder weibliche Art, dann kann man sich das andere natürlich reinholen. Der Buddha ist übrigens jenseits von Mann und Frau. Der hat wirklich beide Pole voll in sich aufgenommen. Das ist tatsächlich auch Buddhaschaft. Der ist vollkommen eins. Ne? Aber im Moment existieren wir im Bereich der Polarität und es ist nicht notwendig zu sagen, dass es identisch ist. Und es kann tatsächlich sein, nach meiner Erfahrung, das gilt nicht für den Einzelfall, zum Beispiel, wenn man in eine große Stadt wie Paris kommt, Männer orientieren sich dann gerne nach Landkarten. Ne? Die gucken sich das einmal an und wissen genau, wie die Straßen sind und dann können sie dich überall hinleiten. Ne? Die Frauen orientieren sich tatsächlich an konkreten Sachen wie Schuhgeschäften oder irgendwelchen Sehenswürdigkeiten. Das habe ich so erlebt und die Frauen, die mit mir da waren, haben das auch zugegeben. Und das ist ja nicht das eine besser oder schlechter. Das eine ist abstrakt, sich zu orientieren, das andere ist konkret. Ne?
Und das hat jeweils seine Vor- und Nachteile. Also wenn man schnell von einem Ort zum anderen kommen möchte, sollte man sich an Männern orientieren. Aber wenn man einfach die Stadt genießen will und sich da einfühlen, ist vielleicht die weibliche Art viel besser, ne? Vielleicht kommen Männer nach Hause und haben nur einen Stadtplan im Kopf, während die Frauen haben konkrete Erfahrungen von Geschäften und Sehenswürdigkeiten im Kopf. Ja, Männer sind irgendwie ganz stolz, wenn sie nach Hause kommen und wissen genau, wie man in Paris zurechtkommt. Aber haben sie Paris dann erlebt? Nicht unbedingt, ne? Also im Extremfall. Wenn ein Mann in der Mitte ist, dann kann er seine Stärke mit den Stadtplänen ausarbeiten und gleichzeitig von der Frau lernen, wie man auch konkret das erlebt, oder? Und umgekehrt können Frauen müssen nicht auf Männer schimpfen, du bist immer nur abstrakt und in deinem Verstand und so. Nein, die können davon lernen, dass man sich auch durchaus gut orientieren kann, indem man verstandesmäßig da zurechtkommt, ne? Dann kommt man irgendwie in die Mitte. Und tatsächlich scheinen Männer mehr an so Autos oft interessiert zu sein. Ich zum Beispiel nicht besonders, bin ich kein richtiger Mann vielleicht, keine Ahnung. Aber Frauen finden sowas wie Schuhe oft interessant, auch nicht alle. Deshalb habe ich diese Beispiele gegeben. Entscheidend ist nur, woran man wirklich Anhaftung hat. Und in beiden Fällen ist es, Leidenschaften sind immer extrem, indem man Autos oder Schuhe überschätzt in ihrem Wert, wie sie einen glücklich machen können, oder? Und dieses Extrem der Anhaftung kann man reduzieren, indem man erkennt, wie ein Auto oder ein Schuh wirklich existiert, nämlich abhängig von Ursachen und Bedingungen, Teilen und Benennung. Und dann erkennt man, dass weder ein Auto noch ein Schuh aus sich heraus attraktiv oder unattraktiv ist. Es kommt auf die Umstände an, ne? Ein Auto oder Schuh können nützlich sein und auch schön oder auch nicht so. Das muss man jeweils entscheiden. Aber es besteht kein Grund, so starke Anhaftung zu haben. Versteht ihr? So wirkt die Erkenntnis des abhängigen Entstehens als Weisheit gegen alle Leidenschaften, weil weder Anhaftung noch Abneigung können quasi das bestehen, wenn man erkennt, wie die Dinge eigentlich existieren, als bloße Benennung, wie die Mathematiker sagen, als Narrativ, ne? Wenn wir anhaften oder abneigen, erscheinen uns die Dinge nicht als Narrativ. Sie erscheinen von ihrer Seite her unglaublich attraktiv oder unattraktiv. Und dann reagieren wir mit Gier und Hass, ne? Ja, und das haben wir anhand von Materiellen gemacht, wie Auto oder Schuh. Das kann man dann auf das Geistige übertragen. Das wollen wir heute machen. Wenn man über die Leerheit meditiert, kann man sich zum Beispiel eine Einteilung machen, dass man sagt, alle Phänomene kann man einteilen in Produkte und beständige Phänomene. Die Produkte wiederum unterteilt man in körperliches oder materielles, in geistiges und weder noch. Wenn man fragt, was ist weder noch, zum Beispiel ein Pferdchen ist weder noch. Ein Pferdchen hat einen Körper und einen Geist, aber es ist weder Körper noch Geist. Eine dritte Kategorie. Die Zeit ist übrigens auch weder Körper noch Geist, oder? Es ist offensichtlich ein Produkt. Es ändert sich die ganze Zeit, aber es ist nicht Körper noch Geist. Gut, aber die entscheidendsten Dinge, an die wir anhaften und abneigen, sind zweifellos körperliche Dinge, aber auch geistige Dinge, ne? Zum Beispiel Eckhart Tolle sagt, dass wir anhaften an Form. Aber er sagt, mit Form sollten wir keineswegs nur materielle Dinge meinen, sondern wir haften an geistigen Formen an, ne? Zum Beispiel unsere Meinungen haften wir unheimlich dran an, ne? Deshalb schlagen sich die Leute ja im Internet heute so. Sie glauben, ihre Identität hängt an einer bestimmten Meinung. Und wenn jemand diese Meinung in Zweifel stellt, fühlt man sich als Ego angegriffen. Und dann kartet man entsprechend zurück mit Ärger und so weiter. Das sind Formen der Anhaftung an intellektuelle Vorstellungen, an geistige Formen. Der Buddha hat auch gesagt, man kann an Empfindungen anhaften und man kann an Meinungen anhaften. Wenn man an Empfindungen anhaftet, da geht man vielleicht ein bisschen gerne shoppen und hat große Anhaftung an äußere Objekte. Das ist ehrlich gesagt ziemlich harmlos. Schlimmer sind Leute, die an Meinungen anhaften, oder? Die großen Ideologien in der Menschheit, die Fanatiker, die haben viel mehr Leid über die Menschheit gebracht als Leute, die gern shoppen gehen, oder? Shoppen gehen hilft ja sogar noch der Wirtschaft. Für die Person selber wird es unbefriedigend bleiben, wenn man so an materiellen Dingen anhaftet. Aber schlimmer ist, wenn man an geistigen Dingen anhaftet. Aber man haftet zum Beispiel auch an Empfindungen an. Das ist ja das zweite Aggregat. Zum Beispiel angenehme Empfindungen, wenn man was Schönes zu sich nimmt, was isst. Das ist zweifellos angenehm, aber ob man daran anhaften muss, ist eine andere Frage.
Wenn man an Empfindungen anhaftet, hat man das Problem, dass die angenehme Empfindung bald wieder weggeht und dann leidet man unheimlich, oder? Wenn man eine angenehme Empfindung einfach wahrnehmen würde, wie sie existiert, ohne anzuhaften, dann kann man sie völlig genießen, aber man leidet nicht, wenn was anderes kommt. Und deshalb wollen wir uns heute der Meditation, der Abhängigkeit von einer angenehmen Empfindung eben zuneigen. Dafür setzen wir uns eine Körperhaltung, die der Meditation zuträglich ist. Die führt dazu, dass die Energien unseres Körpers sich mehr sammeln, die feinstofflichen Energien, die mit unserem Geist einhergehen. Und damit wird unser Geist schon mehr nach innen gerichtet. Entsprechend setzen wir uns im Schneidersitz oder wenn wir auf dem Stuhl sitzen, die Fußflächen gut auf dem Boden, die Hände in Schoß, der Rücken aufrecht, der Kopf fällt ein bisschen nach vorne, wie eine volle Ehre an ihrem Halm. Die Augen können wir eigentlich schließen, wenn wir da nicht müde werden. Wenn das der Fall ist, können wir sie leicht geöffnet halten. Und wir machen uns bewusst, dass die Zeit des Vortrags vorbei ist, wir mehr nach innen gehen, das vertiefen möchten in der Meditation. Und dafür haben wir uns an einem geeigneten Ort in die entsprechende Körperhaltung begeben, wodurch unsere Energien mehr gesammelt werden. Und dadurch unser Geist auch mehr nach innen gezogen wird. Und dann richten wir unsere Aufmerksamkeit auf den Atem, wo wir ihn am besten spüren können. Vielleicht wie die Bauchdecke sich hebt und senkt. Oder die leichte Tastempfindung unterhalb der Nase beim Ein- und Ausatmen. Brauchen den Atem nicht willkürlich zu verändern, wir lassen ihn ganz natürlich fließen, aber sind uns bewusst, dass wir ein- und ausatmen. Brauchen einmal nichts zu tun, nichts zu erreichen für unser Ego. Einfach nur zu atmen und uns dessen bewusst sein. Es kann einen schon heiterer stimmen. Wenn andere Gedanken aufkommen, ist das ganz natürlich. Wir ärgern uns nicht darüber. Aber bemerken Sie mit Selbstbeobachtung und gehen mit Vergegenwärtigung, Satipatthana, immer wieder zum Atem zurück. Und so wird unser Geist langsam etwas ruhiger, überflüssige Gedanken kommen zur Ruhe. Und das erlaubt uns, den Geist nach innen zu richten, auf den Geist selber. Beobachten wir den Geist ganz entspannt, auch wenn wir vielleicht nicht genau wissen, was der Geist ist. Versuchen wir mal, ihn wahrzunehmen, so wie wir den Atem eben beobachtet haben. Und dann werden wir zum Beispiel Gedanken immer noch wahrnehmen können, vielleicht schon ruhiger. Und Gedanken ist etwas Geistiges, damit sind wir in Kontakt mit unserem Geist. Aber darüber hinaus können wir vielleicht auch feststellen, dass unsere körperliche Erfahrung uns gerade angenehm ist oder unangenehm.
oder unsere Gedanken uns eher glücklich oder unglücklich machen. Das nennt man Empfindung. Empfindungen sind ein sehr grundsätzlicher Aspekt unseres Geistes, vielleicht der wichtigste überhaupt, der uns zu geistigen Wesen macht. Wir empfinden ständig Glück, Leid und Neutralität. Und damit sind wir in Kontakt mit dem Geist. Und wir wissen, dass wir normalerweise auf glückhafte Erfahrungen mit starker Anhaftung reagieren. Wir möchten, dass dieses Glück immer anhält. Und leidvolle Zustände mögen wir gar nicht und neigen extrem ab. Aber um diese Extreme zu vermeiden, dass wir an Glück anhaften und Leid abneigen, was zu Leidenschaften führt, wie der Buddha es erklärt, ist es wichtig, das Wesen von Empfindungen zu verstehen, nämlich dass es ein reines abhängiges Entstehen ist, sie keinerlei Eigenwesen haben. Der Buddha beschreibt Empfindungen auch mit Wolken, insofern als wenn wir an Wolken anhaften würden, hätten wir sicherlich ein großes Problem, weil die Wolken sehr zeitweilig sind, schnell vergehen. Und wir dann leiden würden, wenn wir an einer Wolke anhaften oder eine andere nicht wollen. Unsere Empfindungen sind aber genauso zeitweilig. Sie vergehen unglaublich schnell, sind äußerst unbeständig, wie Wolken. Da gibt es nichts, an dem man anhaften könnte. Aber wir stellen uns mal konkret eine angenehme Empfindung bei einer Mahlzeit vor oder versetzen uns in diesen Zustand, dass wir diese Empfindung haben. Vielleicht sind wir bei unserem Lieblingsitaliener, kriegen genau die Pasta oder was immer, die wir am liebsten mögen. Und entsprechend entsteht in uns eine angenehme Empfindung. Und wenn wir ehrlich sind, haften wir diese angenehme Empfindung auch ganz schön an. Wenn wir ein anderes, nicht so gutes Essen kriegen würden, wären wir gleich ziemlich unangenehm berührt, möchten wieder genau diese angenehme Erfahrung machen. Aber dazu machen wir uns einmal deutlich, dass diese Empfindung auf drei Weisen abhängig existiert. Einerseits von Ursachen und Bedingungen. Die Ursachen für diese Empfindung ist das Kontinuum des Geistes, das dieser Empfindung vorausgeht. Das heißt, bevor wir uns im Restaurant niedergelassen haben und auch noch bevor die Mahlzeit kam, hatten wir ein geistiges Kontinuum. Und das hat sich jetzt umgewandelt in ein geistiges Kontinuum, das mit dieser angenehmen Empfindung einhergeht. So können wir im Übrigen nur das Essen genießen, wenn wir bereits in guter Stimmung sind, wenn wir in das Restaurant kommen. Wenn wir schlechter Laune wären, würden wir das Essen gar nicht genießen können, woran wir sehen können, dass Glück und Leid sehr stark von anderen Faktoren abhängen, von unserem eigenen Geisteszustand, nicht nur von der Qualität des Essens. Wären wir gerade in einer unzufriedenen Laune, würde uns das beste Essen der Welt nicht erfreuen können, weil das Glück des Essens ist abhängig von dem Moment unseres Geistes vorher. Darüber hinaus sind andere Geistesfaktoren notwendig, die nicht Empfindung sind, die aber damit einhergehen. Hätten wir kein Unterscheidungsvermögen, gäbe es auch keine Empfindung. Wir könnten die Spaghetti gar nicht unterscheiden von der Pizza oder was auch immer, weil wir kein Unterscheidungsvermögen hätten. Das bedeutet, dass die Empfindung von vielen Geistesfaktoren abhängig sind, die selbst nicht Empfindung sind. Und daher hat die Empfindung keine Existenz aus sich selbst heraus. Sie ist nur ein Name. Wenn wir aber in einer angenehmen Empfindung haften, dann erscheint uns diese Empfindung völlig losgelöst von allen anderen Faktoren.
Darüber hinaus sind Bedingungen notwendig für die angenehme Empfindung. Bedingungen sind Umstände, die nicht selber zu der Empfindung werden, aber dafür notwendig sind. So hat etwa der Koch das gute Essen bereitet, ohne dass der Koch selber zum Essen geworden ist. Und wir sitzen in einem angenehmen Restaurant. Das trägt dazu bei, dass eine angenehme Empfindung entsteht, aber nicht ursächlich, sondern als Bedingung. Gäbe es aber kein Koch und kein angenehmes Restaurant, wäre diese Empfindung nicht entstanden. Außerdem ist ein Objekt notwendig dafür, dass wir eine angenehme Empfindung haben, in dem Fall eben die Mahlzeit. Und eine Sinneskraft ist auch notwendig. Wenn wir keine Zunge hätten und Zungengeschmackskraft, könnten wir das Essen auch nicht genießen. Nur wenn der Geist, das Objekt und die Sinneskraft zusammenkommen, gibt es eine Erfahrung und eine angenehme Erfahrung in dem Fall. Diese angenehme Erfahrung existiert aber nicht getrennt vom Objekt und der Sinneskraft und anderen Geisteszuständen. Hat kein Eigenwesen. Darüber hinaus ist die Empfindung abhängig von Teilen. Das sind in diesem Fall die einzelnen Momente dieses Geisteszustandes. Der erste Moment der angenehmen Empfindung ist die Ursache für den zweiten Moment und so weiter. Oder ist ein Teil dieser angenehmen Empfindung in einem Kontinuum. Und wenn wir so erkennen, dass die angenehme Empfindung in Wirklichkeit nur auf der Grundlage zahlloser Ursachen und Bedingungen und Teile existiert, lösen wir uns von der Vorstellung, dass es eine angenehme Empfindung gibt, die einfach so aus sich existiert und an der man anhaften könnte. Aber dann kommen wir zur dritten Ebene des abhängigen Entstehens, die im Mahayana erklärt wird, nämlich dass der Geisteszustand von angenehmer Empfindung sehr stark von unseren eigenen Interpretationen, unseren Benennungen abhängig ist. Das wird beim Essen sehr deutlich. Ob uns das Essen nämlich angenehm oder unangenehm erscheint, ist nicht abhängig von dem Essen alleine. Das hängt von unserer Interpretation, unserem Geschmack ab. Wenn zum Beispiel das Essen durch Chili gewürzt ist, mögen viele das überhaupt nicht. Tatsächlich ist Chili objektiv eine Reizung der Schleimhäute, die sogar schmerzhaft ist. Aber viele mögen Chili sehr gerne und empfinden das als angenehm, weil sie es so interpretieren. Chili ist an sich weder angenehm noch unangenehm. Es kommt darauf an, wie man das wahrnimmt und interpretiert. Einige mögen die Mahlzeit so, wie wir sie gerade mögen, andere nicht. Weder die angenehme Empfindung noch der Schmerz ist objektivierbar. Das hängt davon ab, wie wir das beurteilen. Und so können wir erkennen, dass unsere Empfindungen abhängig sind von den Benennungen und der Interpretation des Geistes, ein Narrativ sind sozusagen und vollkommen leer von Selbstexistenz. Es gibt keine angenehme oder unangenehme Empfindung an sich, unabhängig vom Subjekt. Und wenn wir das erkennen, dass es keine Erfahrung gibt, die an sich Glück oder Leid ist, sondern die hauptsächlich bestimmt wird von unserer geistigen Interpretation, dann werden wir noch freier von dem Anhaften an angenehmen Empfindungen und der Abneigung gegenüber unangenehmen Empfindungen, weil es sie gar nicht an sich gibt, sondern nur nach unserer Beurteilung. In Wirklichkeit sind Empfindungen so wechselhaft und substanzlos wie Wolken am Himmel. Und es lohnt sich weder daran zu haften, noch ihnen abzuneigen. So wie es sich nicht lohnt, an Wolken festzuhalten oder ihnen abzuneigen. Und wir verbleiben abschließend in dieser Erfahrung, dass diese angenehme Empfindung von unserer Lieblingsmahlzeit, die uns normalerweise ganz konkret und aus sich selbst heraus zu existieren scheint und an der wir stark anhaften,
in Wirklichkeit völlig frei ist von diesem Eigenwesen, an sich angenehm zu sein, aus sich heraus diese Attraktivität zu haben, das fehlt dieser Mahlzeit völlig oder dieser Empfindung völlig. Und wir verbleiben kurz in dieser bloßen Abwesenheit einer angenehmen Empfindung, die aus sich selbst heraus existiert, die uns eingangs so klar erschien. Und damit wird unser Geist einmal in Beziehung gebracht zu der endgültigen Realität aller Phänomene, in diesem Fall der Empfindung, der bloßen Leerheit von Selbstexistenz, die das letztliche Gegenmittel gegen alle Leidenschaften ist und zur Befreiung führt, die endgültige Realität, die wir nächstes Mal behandeln werden. Aber für heute lockern wir unsere Bemühungen, neutralisieren unseren Geist, folgen einigen Atemzügen. Und dann spüren wir auch wieder unseren Körper, wie er hier auf der Matte sitzt oder auf dem Stuhl. Und kommen mit unserer Aufmerksamkeit in den Raum zurück. Können uns nochmal lockern. Und ich danke schon mal Henning für die Aufnahme. Ja, wäre schön, wenn einige vielleicht auch auf PayPal sich erkenntlich zeigen, wenn sie von diesen Vorträgen und Meditationen profitieren. Das wäre wertvoll für diese Fortsetzung dieser Dinge. Letztlich kann man diese Dinge am besten dann im Studium, das ja ab Herbst wieder beginnt, dann lernen. Das kann man natürlich nicht alles an einem Abend erläutern. Und für heute machen wir die Widmung auf Seite 119. Es heißt, wenn man auch nur Zweifel über die Realität, die letztliche Realität der Dinge hat, dann würde sich der Daseinskreislauf nicht mehr davon erholen. Das heißt, es gibt nichts Heilsameres, als auch nur das Wort Leerheit zu hören oder sich gar damit zu beschäftigen, wie wir es getan haben. Auch wenn man das nicht sofort versteht, worum es geht, ist eine Schneise in unsere Unwissenheit getragen worden, ein Zweifel. So wie wenn einem jemand sagt, dein Bruder bestiehlt dich, dann glaubt man das zunächst nicht, aber man hat es mal gehört. Und wenn jedes Mal, wenn der Bruder kommt, im Portemonnaie weniger ist, dann hält man es langsam doch für wahrscheinlich. Und irgendwann weiß man, dass es tatsächlich der Bruder war. Der Anfang war aber der erste Zweifel, oder? Sonst wäre man nie zur Erkenntnis gekommen. Insofern ist der Zweifel in gewisser Weise auch was Positives, auch wenn es eine Grundleidenschaft ist. Aber wenn man falsche Auffassungen hat, ist der erste Schritt der Zweifel. Ich hoffe, ich habe euch in Zweifel getrieben über die Realität der Dinge, über die Erscheinung und die Realität. Und dann werdet ihr unfehlbar früher oder später dadurch die Befreiung erreichen. Und diese guten Anlagen wollen wir entsprechend widmen, auch für das Wohl anderer. Dadurch werden sie noch gesteigert. Mögen durch die Kraft dieser Bemühungen alle Wesen von zerstörerischem Tun und Denken ablassen und in Freundschaft, Liebe, Mitgefühl und Harmonie zusammenleben. Mögen alle Wesen Kraft dieser Bemühungen, verdienstvolle Handlungen und Weisheit sammeln können, und mögen sie die zwei heiligen Körper erlangen, welche aus verdienstvollen Handlungen und Weisheit entstehen. Möge der Dalai Lama, der große Ozean, der Halter der Lehre, lange leben. Möge der Geist der Einsichtsvollen sich wie ein Lotus entfalten. Und möge unter der Sonne von Belehrung und Praxis allen 10 Himmelsrichtungen Glück beschieden sein. Ja, schönes Wochenende. Es soll ja sehr warm werden. Extrem warm sogar. Bisher hatten wir es extrem kalt und jetzt wird es extrem warm.